Erst lässt er einen syrischen Luftwaffenstützpunkt bombardieren, dann schickt er Kriegsschiffe vor die koreanische Küste und heute haben die USA die Mutter aller Bomben über Afghanistan abgeworfen. Donald Trump demonstriert seine Macht und bringt so die USA als globale Ordnungsmacht zurück ins Spiel. Genau das hatte Trump im Wahlkampf strikt abgelehnt. Doch weiß Donald Trump wirklich, was er tut? Wie gefährlich ist die Konfrontation und das Kräftemessen mit dem russischen Präsidenten Putin? Und droht am Ende gar Eskalation und ein großer Krieg? Unser Thema heute, Befehlshaber Trump, Weltpolizist ohne Plan. Ich freue mich auf diese Gäste. Harald Kujat. Der ehemalige NATO-General hält fest, mit dem Militärschlag in Syrien hat sich Trump offenbar in die Herzen der EU-Politiker gebombt. Werner Schneider. Der Autor und Kabarettist warnt, Trump ist ein emotionsgesteuerter Anarchotyp im Präsidentensessel. Er macht, was er will. Reinhard Heinisch. Der US-stämmige Politologe ist sich sicher. Je mehr Lob Trump für seine Außenpolitik bekommt, desto aktiver wird er auf der Weltbühne sein. Karin Kneißl. Die Nahost-Analystin ist überzeugt, Trump ist weder planlos noch durchgeknallt. Er will mit seinen Militäraktionen Stärke demonstrieren. Gerald Karner. Der ehemalige Militärstratege im Verteidigungsministerium ist besorgt. Trumps Aktionen bergen großes Eskalationspotenzial. Und die Weltuntergangsuhr tickt schneller. Gerhard Mangott. Der Russland-Experte warnt. Sollte Trump einen weiteren Militärschlag ausführen, wird Putin reagieren. Und dann wird es sehr gefährlich. Guten Abend und herzlich willkommen beim Talk im Hangar 7. Die USA haben heute über Afghanistan die sogenannte Mutter aller Bomben abgeworfen. Eine der stärksten nicht-nuklearen Bomben, die es weltweit gibt. Präsident Trump hat dann gesagt, man hat einen tollen Job gemacht und er sei sehr, sehr stolz auf das Militär. Herr Kujat, diese Riesenbombe, diese ganz große Bombe, die noch nie abgeworfen wurde, kann man sich vorstellen, dass das tatsächlich einen militärischen Zweck hat, dass das verhältnismäßig ist oder ist das ein rein politisches Signal? Nun, das kann schon verhältnismäßig sein. Das kann man nur beurteilen, wenn man die Situation vor Ort genau kennt. Tatsache ist ja, dass sich die Situation in Afghanistan deutlich verschärft hat. Die Taliban sind im Vormarsch. Und es ist ganz offenbar auch so, dass man nun militärisch stärker reagieren will. Es ist aber im Grunde durch die Wahl dieses Waffensystems wird aber natürlich wieder ein Zeichen gesetzt. Ganz bewusst ein Zeichen gesetzt, ein politisches Signal auch an die Taliban in diesem Fall, ähnlich wie das im Fall Syrien war. Interessant ist ja vielleicht doch auch die Frage, ob nicht auch das ein Signal an Russland war. Es gab ja diesen Disput auch mit dem russischen Präsidenten über Afghanistan, wo er gesagt hat, das wird nichts mehr. Und jetzt hat man den Eindruck, Trump sagt, oh ja, das wird, ich kann. Ist das auch ein Signal an Russland, was in Afghanistan passiert ist? Zunächst eine kleine Korrektur. Der heutige Bombenabwurf sollte sich gegen Stellungen des Islamischen Staates richten und nicht gegen die Taliban. Ich glaube aber, dass der eigentliche Adressat dieser Bombe nicht Afghanistan war, nicht der IS, nicht die Taliban, sondern Nordkorea. Man hat hier mit einer der stärksten bunkerbrechenden Waffen operiert, die man auch brauchen würde, um unterirdische Anlagen zur Urananreicherung. Also ein Testlauf für Nordkorea sozusagen. Es muss nicht schon ein Testlauf gewesen sein, aber man hat deutlich gemacht, dass man in der Lage wäre, wenn der politische Wille da ist, auch in Nordkorea solche unterirdischen Anlagen anzugreifen. Ja, wir werden uns mit Nordkorea noch ausführlicher beschäftigen. Zunächst wollten wir noch kurz darüber reden, was eigentlich dieses Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten, wo ja viele, auch Sie, gehofft haben, dass sich das durch die Präsidentschaft Trump etwas entspannt. Rex Tillerson war jetzt in Moskau. Man hat nicht den Eindruck, dass diese Entspannung tatsächlich da ist. Im Gegenteil, es riecht eher wieder nach Kaltem Krieg, oder? Nun, das ist natürlich eine Entwicklung, die durch den amerikanischen Angriff auf die syrische Luftwaffenbasis eingetreten ist. Ende der letzten Woche war es ja noch so, dass die amerikanische Administration durchaus beabsichtigte, das Verhältnis zu Russland zu verbessern. Ich glaube, dass das auch heute noch der Fall ist. Letzten Endes ist sich auch Trump darüber im Klaren, dass er beispielsweise einen solchen Bürgerkrieg wie den in Syrien nur gemeinsam mit Russland lösen kann. Es ist die Frage, auf welchem Wege soll das geschehen? Wie soll letztendlich das politische Ziel erreicht werden? Da gehen die Meinungen auseinander. Sie gehen
Also insbesondere auseinander, was die Frage, was die Zukunft Assads betrifft. Das ist der eigentliche Streitpunkt. Das heißt, Sie denken, dass das gemeinsame Vorgehen Russlands und Vereinigten Staaten durchaus noch im Bereich des Möglichen ist, dass nicht irgendwie eine, wenn man so will, die Beziehungen nicht gekippt sind durch diesen Angriff? Ja, sie sind insgesamt sehr viel komplexer geworden. Das muss man sagen. Auf beiden Seiten war ja, auch auf russischer Seite, war ja zunächst die Hoffnung, dass sich das Verhältnis zu den Vereinigten Staaten verbessern würde, nach der schwierigen Situation mit der Regierung, mit der Obama-Administration. Es ist auf beiden Seiten eine Frustrationsphase eingetreten. Mhm. Das kann man schon feststellen. Letzten Endes wird aber entscheidend sein für die Zusammenarbeit oder Nicht-Zusammenarbeit zwischen den beiden Großmächten, ob sie sich über die Ziele, die endgültigen Ziele, klar werden. Das betrifft die gegenwärtigen Konflikte, also Syrien, aber auch die Ukraine, ein ganz wichtiger Aspekt. Das betrifft überhaupt die Zusammenarbeit in genereller Hinsicht. Aber es betrifft, und das war ja auch im Vorfeld und während des Wahlkampfs großes Thema, offensichtlich auch ganz stark das Persönliche zwischen Donald Trump und Wladimir Putin. Das war dann so nach Männerfreundschaft, roch das oder wurde das auch beschrieben. Ist da ein Bruch Ihrer Meinung nach, Herr Heinisch? Ich glaube, dass der Bruch noch nicht eingetreten ist. Ich glaube, Trump sendet ja völlig unterschiedliche Signale. Was ich glaube, ist, dass Donald Trump jemand war, der ohne Strategie und Planung in diese Präsidentschaft hineinging und dachte, aufgrund seines Magnetismus, seiner Persönlichkeit, könnte er durch Deals, durch Angebote, durch das persönliche Treffen mit anderen, die Dinge bereinigen. Damit ist er gescheitert, auch innenpolitisch. Einen Deal machen mit den Menschen. Genau, einen Deal machen. Damit scheitert er zunehmend innenpolitisch und ist dadurch immer mehr angewiesen an die Leute, die eben über strategische Planung verfügen. Und daher sehen wir eine Entmachtung der Leute, die, mit denen er in diese Präsidentschaft ging. Und er nähert sich zunehmend Wall Street oder den Erwachsenen sozusagen an. Das sind auch die Generäle. Und wir sehen immer stärker eine relativ konventionelle republikanische innenpolitische, aber auch außenpolitische Präsidentschaft. Und er tut eigentlich genau das Gegenteil von dem, was er immer wieder angekündigt hat, dass er das nicht tun würde. Ja, aber das ist ja vielleicht innen- und außenpolitisch und vielleicht außenpolitisch stärker möglicherweise seine stärkste Waffe, diese Unberechenbarkeit. Viele sehen das ja als Problem, möglicherweise ist das aber eigentlich genau seine Stärke. Ne? Genau, nur natürlich ist er immer noch der impulsive Donald Trump. Das heißt also, man soll sich auch nicht täuschen lassen, wie das weitergeht. Ich glaube auch nicht, dass er jetzt außenpolitisch agiert, weil er innenpolitisch Probleme hatte, aber wenn er jetzt viel Applaus bekommt, wir wissen, dass Donald Trump auf Applaus reagiert und er möchte vor allem auch die Zustimmung etablierter Medien oder von Autorität. Und wenn das gelingt, wird er sich vielleicht stärker in die Außenpolitik hier hineingehen. Würde meinen, dass es aber jetzt keine Änderung der Syrien-Politik. Ich glaube nicht, dass Donald Trump eine Syrien-Strategie hat. Zum Beispiel. Aber er nimmt jedenfalls in Kauf in Syrien, dass die Beziehungen zu Russland sehr fragil sind, weil letztendlich hat er auch implizit den Vorwurf erhoben, dass Russland irgendwie an diesem Giftgas Angriff beteiligt war, entweder weil sie entgegen ihrem Versprechen doch nicht alle chemischen Waffen entsorgt haben oder dass sie willentlich das irgendwie gebilligt haben. Nicht? Und er ist gestern sogar weitergegangen. Er hat in einem Interview mit Fox News gesagt, er ist ziemlich sicher, dass Russland vor dem Einsatz dieses Giftgases über diesen Einsatz Bescheid wusste und ihn gebilligt hat. Was völlig absurd ist, wenn man sich die strategischen Interessen Russlands in Syrien ansieht. Für Russland war das ein sehr schädliches Ereignis, dieser Giftgasangriff. Mhm. Wie sich die Syrien-Politik auf das Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auswirkt, hängt sehr davon ab, ob dieser Angriff jetzt ein One-Off-Strike war. Also man hat einmal Cruise-Missiles eingesetzt, um eine politische Botschaft zu senden, um auch innenpolitisch zu punkten, oder ob das der Beginn ist eines stärkeren militärischen Engagements der Vereinigten Staaten in Syrien. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückfragen, weil wir beim Persönlichen waren. Und ja, der Verdacht ist, dass eigentlich Putin ähnlich gestrickt ist wie Trump und dass es tatsächlich sehr stark bei den Beziehungen zwischen den USA und Russland auf dieser persönlichen Ebene läuft. Ist Putin da anders als Trump oder ist er doch ähnlich? Putin ist jemand, der strategisch denkt, der einen Plan hat, der auch taktisch hervorragend handelt. Er hat ganz klar definierte nationale Interessen. Insofern ist er ganz anders als Donald Trump
in diesem Konflikt. Und anders als für die Vereinigten Staaten, die in Syrien keine wesentlichen vitalen Interessen verfolgen, hat Russland dort vitale Interessen. Deswegen hat er auch so ruhig reagiert wahrscheinlich. Und er hat doch deutlich gemacht, dass das den bilateralen Beziehungen sehr geschadet hat. Und man muss dazu sagen, auf der Ebene von Wladimir Putin gab es diese Euphorie über Trump nie. Also die Erwartung, wir werden jetzt einen Neuanfang in den bilateralen Beziehungen haben, sondern es gab immer Nüchternheit über diese Sache. Und auf russischer Seite, das weiß ich aus meinen Kontakten und aus meiner Forschung, ist es einfach so, dass man erkennt, dass Donald Trump innenpolitisch jeden Spielraum verloren hat, um eine Geste gegenüber Russland zu setzen. Es gibt die Untersuchungen im Kongress, es gibt die Untersuchung des FBI über eine angebliche Kooperation zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und russischen Nachrichtendiensten. Und alles, was er im Hinblick auf Russland als Geste ausdrücken würde, würde schon sofort als Beweis dafür gesehen, dass er eigentlich Putins Marionette ist. Und deswegen ist der innenpolitische Spielraum für eine Russland-Politik, die einen Neuanfang setzte, völlig vorbei. Wir werden also keine substanziell andere Russland-Politik erleben als in den letzten drei Amtsjahren von Barack Obama. Und dennoch hat man insgesamt den Eindruck, dass auch solche Überlegungen nicht im Hintergrund dieser Entscheidung in Syrien einzugreifen, mit einem One-Off-Strike vielleicht, sondern ganz emotionale Angelegenheiten die Hauptrolle gespielt haben. Assad choked out the lives of helpless men, women and children. It was a slow and brutal death for so many, even beautiful babies were cruelly murdered in this very barbaric attack. Herr Schneider, entscheiden jetzt tote Babys über die Frage, ob bombardiert wird von den Vereinigten Staaten? Wie sehen Sie das? Was macht es mit Ihnen, wenn Sie das hören? Mit mir macht das furchtbare Dinge, weil ich natürlich als Mensch, ich hier sitze unter Politikfachleuten, aber ich bin ein grundsätzlich denkender Mensch in dieser Frage. Ich sage, wenn ein Politiker sagt, mit der Ermordung dieser Babys und Kinder wurde eine rote Linie überschritten, dann werde ich zynisch, weil die Tatsache, dass dieser... Er hat gesagt, durch den Einsatz von Giftgas wurde eine rote Linie überschritten. Das ist ja, möglicherweise aber, noch ein was anderes, nicht? Ja, und uns sind Kinder zu Tode gekommen. Das kommt zusammen. Ich meine, dieser Krieg, wo der Normalbürger, der Zeitung liest, beim besten Willen nicht mehr sagen kann, wer auf wen bombt und wer wem beisteht. Warum? Fakt ist dort nur, dass wir Bilder sehen, die wir nicht mehr begreifen, dass hier Weltmächte ihre Potenz, Frieden zu stiften, nicht in der Lage sind, anders einzusetzen. Also für mich ist das so schauerlich. Und da vorhin versucht wurde, der Vergleich zwischen Putin und Trump, das stellt sich für mich so dar, wie ein Mensch, der perfide gut Schach spielt und einer, der mit Farbbeuteln schmeißt. Das ist der intellektuelle Niveauunterschied für mich in dieser Sache. Und wie das ausgeht, wenn wir heute eben erfahren haben, dass die zweitstärkste Bombe nach Hiroshima abgeworfen worden ist. Ja, wenn da nichts geschieht, wenn da Europa nicht aufsteht zum Beispiel, dann weiß ich nicht mehr Bescheid. Aber Europa war eigentlich erstmals sehr zufrieden mit Trump außenpolitisch nach diesem Angriff. Auch interessant, weil mir eigentlich, wenn ich das richtig sehe, endgültig noch immer nicht belegen kann, ob tatsächlich Ersatztruppen diesen Giftgasangriff durchgeführt haben oder nicht doch jemand, der ein größeres Interesse daran haben könnte. Genau so ist es. Und es gibt ja auch gewisse Indizien dafür, dass der viel größere Giftgaseinsatz vom Sommer 2013, gibt es zumindest türkische Journalisten wie Can Dündar, die darauf hingewiesen haben, dass hier sehr wohl auch Angehörige der türkischen Geheimdienste gemeinsam mit der islamistischen Al-Nusra-Front gemeinsame Sache gemacht haben sollen. Also, und dass das Sarin auch aus der Türkei gekommen wäre damals, nicht? Ja, also es war 2013 war der viel größere, schlimmere mit noch mehr Opfern, also unter, wirklich alles unter Anführungszeichen gesetzt. Diesmal 60 Opfer, damals 1200 Opfer. Und ich gebe da Werner Schneider vollkommen recht. Also das grenzt dann eben an den Zynismus, wenn man sagt,
diese Toten sollen jetzt eine Kriegswende gebracht haben. Aber was jetzt hier der Casus Belli ist, ist absolut unklar. Und ich darf die Metapher, die Werner Schneider eingesetzt hat, von wegen Farbbeutel versus Schach kurz aufgreifen. Mir hat Professor Quandt einmal, er war selbst Sicherheitsberater in den USA, vor vielen Jahren gesagt, wir in den USA, wir spielen nicht Schach, wir spielen Baseball, Hit and Run. Also ist der Ball mal in der Luft, habe ich keinen Einfluss mehr drauf. Aber das Schachspiel, und viele Russen haben als Schachchampions eben dieses Spiel auch mitgeprägt, es bedeutet eben dieses Antizipieren. Und Wladimir Putin, wie Gerhard Mango zu Recht gesagt hat, er hat Kader-Universitäten absolviert. Ja? Er ist ein, wie er selbst von sich einmal gesagt hat, was hat er im KGB gemacht? Er hat Psychologie für Menschen betrieben. Ja? Also er ist ein Menschenkenner, ein Geopolitiker. Und das ist ja Trump offensichtlich nicht. Herr Kahner, würden Sie diesen Unterschied auch so, also Hit and Run als amerikanisches Außen- und Welt- und geopolitisches Prinzip und Schach als das russische Prinzip? Es war jedenfalls in der Geschichte nicht immer so, Hit and Run, wenn wir so den Zweiten Weltkrieg zum Beispiel betrachten, obwohl wir jetzt nicht so weit zurückgehen sollten. Im Irak ist das Ganze ja sehr schief gegangen, wie wir wissen. Dieses Run vor allem etwas zu früh stattgefunden hat. Aber im Prinzip charakterisiert das, glaube ich, die Persönlichkeiten bzw. die, sagen wir, Administrationen sehr gut. Faktum ist, dass es in Russland natürlich eine sehr ausgeformte Tradition auch gibt im strategischen Denken, im geostrategischen Denken, im militärstrategischen Denken. Wurde ja bereits angeführt, dass Wladimir Putin ja aus dem KGB, aus der KGB-Tradition kommt. Dort lernt man natürlich am besten in Wirklichkeit Schachspiel. Geostrategische Schachspiel, wenn man so will, und das Antizipieren. Und Donald Trump natürlich im Vergleich aus dem Nichts. Und ich denke also schon, dass die Frage zulässig wäre, um zuzuspitzen, was bis jetzt gesagt wurde, warum gerade jetzt dieses Eingreifen? Aber lassen Sie mich nur kurz, das Bild interessiert mich so. Jetzt ist es der Kampf des Baseballspielers gegen den Schachspieler. Wenn man sich nach der Papierform dürfte, eigentlich der Farbbeutel werfende Baseballspieler gegen den kühlen Schachstrategen keine Chance haben. Momentan schaut es aber gar nicht unbedingt so aus. Ja, auch in der postfaktischen Zeit gibt es Fakten. Und ein Faktum ist natürlich, dass die Vereinigten Staaten von Amerika nach wie vor die einzig verbliebene Supermacht sind, die global Macht projizieren kann, in ihrem eigenen Interesse. Das kann Russland nicht. Russland hat im nahen Ausland, von ihm so bezeichneten nahen Ausland, eine große Einfluss- und Einwirkungsmöglichkeit, auch durchaus mit militärischen Kräften, haben wir in der Ukraine ja gesehen. Die Reichweite reicht sicherlich auch bis Syrien, um dort ihren Interessen Nachdruck zu verleihen. Stichwort Marinestützpunkt, geostrategisches Interesse, aber darüber hinaus nicht. Guter Stichwort, schauen wir uns vielleicht diese ganze Frage, wer ist die große Militärmacht, schauen wir uns dazu einige Fakten an. Donald Trump ist Oberbefehlshaber der mächtigsten Armee der Welt. 1,4 Millionen Soldaten stehen jährlichen Militärausgaben von fast 600 Milliarden Dollar gegenüber. Und Trump will den Wehretat dieses Jahr noch einmal um weitere 54 Milliarden erhöhen. Damit würden die USA fast 10-mal so viel für ihre Verteidigung ausgeben wie Russland und fast 20-mal so viel wie Deutschland. Gleichzeitig spricht Trump davon, endlich wieder Kriege gewinnen zu müssen. Wer muss in Zukunft vor seiner aufgerüsteten Armee zittern? Herr Kujat, der Oberbefehlshaber der größten Militärmacht der Welt, eigentlich ohne erkennbaren, nachvollziehbaren strategischen Plan, gefährliche Angelegenheit, oder? Das ist immer gefährlich, wenn man keine Strategie hat und vor allen Dingen, wenn man keine politischen Ziele hat. Aber man muss auch hinzufügen, er hat ja sich hervorragende Berater in sein Team geholt. Also beispielsweise der amerikanische Verteidigungsminister, ein sehr honoriger Mann. Ich halte sehr viel von ihm. Aber auch der Heimatschutzminister, der General Kelly, genau das Gleiche. Der neue Sicherheitsberater, ganz hervorragend. Aber das Entscheidende, der Entscheidende ist und bleibt der amerikanische Präsident. Er ist der Oberbefehlshaber. Aber verzeihen Sie, darf ich unterbrechen kurz? Dann könnte man den Mann doch fragen, für welchen Krieg er aufrüstet. Ja, natürlich. Naja, gut. Das ist eine Frage, die
ja möglicherweise in weiter Zukunft erst beantwortet werden kann. Man kann ja, man hält eine Armee nicht vor für einen bestimmten Krieg, sondern man hält eine Armee vor für eine bestimmte Sicherheitspolitik, also die Verteidigung des eigenen Landes oder für weltweite Power Projection, weil man eben wieder den Weltpolizisten spielen will, aber nicht für einen bestimmten Krieg. Aber damit, dafür müsste man Interessen formulieren. Natürlich. Dafür müsste man sicherheitspolitische Interessen formulieren. Interessanterweise hat Trump ja auch gesagt, Sie haben ja diesen Einspieler gebracht mit seiner ersten Erklärung, er hat auch gesagt, dieser Luftangriff auf diese syrische Luftwaffenbasis diente auch nationalen Sicherheitsinteressen. Also er weiß schon, dass er das entsprechend begründen muss. Aber was wir nicht sehen, ist eben eine wirkliche sicherheitspolitische Konzeption. Und wir sehen auch, dass er in einer, wie man sagen, Trial-and-Error-Phase ist. Er sucht bestimmte Gelegenheiten. Also ein relativ gefährliches Übungsgelände, muss man sagen. Ist ja schön, dass jemand das probiert. Naja, das könnte man so nennen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch das Risiko. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Unberechenbarkeit in der Außenpolitik sozusagen ein Machtfaktor ist, ein Vorteil ist, sondern Berechenbarkeit ist in der Außen- und Sicherheitspolitik das A und O. Und daran mangelt es im Augenblick ganz erheblich. Rechnen das als Erklärung? Habe ich Ihren Ausführungen entnehmen können, dass Sie den Satz Sivi Spatium Parabellum für sinnvoll halten? Also ich übersetze für die Nicht-Lateiner, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ja, naja, das ist natürlich eine sehr vereinfachte Formel. Nein, ich halte Streitkräfte vor, weil ich sie als Instrument meiner Außen- und Sicherheitspolitik brauche. Ich bin sehr davon überzeugt, dass man in der Außen- und Sicherheitspolitik eine Gesamtstrategie braucht, in der Streitkräfte auch eine Rolle spielen, in der es aber auch um Diplomatie, um Außen- und Sicherheitspolitik geht, um Entwicklungshilfe beispielsweise als Krisenvorsorge. Und je nachdem, welches Element dieser Gesamtstrategie zum Tragen kommt, das entscheidet. Ja, ich würde sagen, die Antwort auf Ihre Frage war, ja, er denkt, dass das eine richtige Strategie ist. Und ich eine ganz kleine Zwischenfrage noch. Finden Sie nicht, dass, wenn Sie sagen, es muss ein Heer da sein, es muss ein Militär da sein, es müssen Waffen da sein, dass dann eine atomare Aufrüstung ein Quantensprung ist? Naja, natürlich. Eine atomare Bewaffnung ist eine völlig neue Dimension. Und deshalb haben wir ja über Jahrzehnte versucht, die Verbreitung von Nuklearwaffen einzudämmen. Und es ist ja auch gelungen. Viele Jahre lang war diese Politik sehr erfolgreich. Ich denke an Brasilien beispielsweise, ich denke auch an Südafrika. Aber es muss auch darum gehen, dass die bestehenden Nuklearmächte ihre Potenziale reduzieren. Und zweitens, dass wir zu einer Vereinbarung kommen, die zu einer Eindämmung des Risikos führt. Aber gehen wir noch mal von der globalen nuklearen Bedrohung zurück, kurz nach Syrien, weil ja die Frage ist, ob diese, und da kommt man nicht drum herum, oder, diese sehr stark emotional gefärbte Entscheidung in militärisch-geopolitischen Fragen, natürlich in so sensiblen Regionen, wie es der Nahe Osten ist, dass da hat man sofort das Bild des Pulverfassers, wenn dort einer irgendwie zündelt, dass es einfach wahnsinnig gefährlich wird. Sehen Sie das dort, auch mit diesem Luftschlag jetzt, dass das so ein Trigger sein könnte? Weiß ich nicht, wenn dann noch was passiert in der Luft, da sind ja dort relativ viele russische und amerikanische Kampfjets unterwegs, dass das dann tatsächlich so ein Eskalationspotenzial hätte. Also es könnte War by Accident, also aus Versehen, man hat ja auch vor dem Luftschlag eben alle informiert, Achtung, wir kommen, ja, also räumt die Landebahnen, um zu vermeiden, dass es beispielsweise zu einer größeren Verletzungen unter russischen oder Schäden unter den russischen Truppen kommen könnte. Ich erwarte nicht, dass es jetzt zu diesem Kriegswende kommen könnte und dass es zu einer offenen Konfrontation US-amerikanischer Bodentruppen, damit rechne ich in keiner Weise, also jetzt wirklich neu einmarschieren, jenseits der Truppen, die im Osten gegen den IS kämpfen, kommen würde, die dann Zehntausenden iranischen Truppen gegenüberstünden, weil die bilden im Moment das Rückgrat der syrischen Armee plus den russischen Bodentruppen. Also das kann ich mir nicht vorstellen, umso mehr als seit spätestens 2008
in den US, in Washington an sich auch die Doktrin gilt, raus aus dem Nahen Osten, die mögen uns nicht und wir brauchen sie nicht. Ja? Aber das war ja überhaupt eigentlich, und das finde ich so interessant, auch vor dem Hintergrund dessen, was Sie gesagt haben, das war ja überhaupt die Doktrin des Donald Trump, ja, raus, nicht raus aus der Weltpolitik. Drum ist man jetzt ja so überrascht, dass das jetzt so massiv kommt an verschiedenen Stellen. Und die rote Linie, da geht es ja natürlich auch innenpolitisch wohl um die Abgrenzung zu Barack Obama, der von der roten Linie geredet hat und sie bei Überschreiten nicht sanktioniert hat. Und er zeigt jetzt, ich ziehe die rote Linie und wenn sie überschritten wird, dann tue ich auch was. Das ist ja eigentlich wieder ein innenpolitisches Signal. Trotzdem ist er viel stärker jetzt in der Außenpolitik engagiert, als er das selber immer gesagt hat, dass man es tun darf. Nicht? Das ist ja die Sensation, weil das, was wir gerade diskutieren, würden wir diskutieren, wenn das ein sehr konventioneller, konservativer Präsident wäre, ein George W. Bush, der so agieren würde. Der Donald Trump war eher, wo der Herr Schneider vorher war. Das ist ein ganz verrückter Krieg, da kennt sich kein Mensch mehr aus und eigentlich ganz böse sind die Islamisten und vielleicht ist der Assad gar nicht so böse verglichen mit den Islamisten und weil wir uns nicht auskennen, mischen wir uns nicht ein und am besten Amerika zuerst und unsere teuren Waffen dort einzusetzen, das ist hinausgeworfenes Geld. Und eigentlich müssen wir unseren Leuten zu Hause helfen. Das war seine Rhetorik, das war die Argumentation bis jetzt. Dass er das jetzt, dass er eigentlich diesen Schlag setzt, der genau dieser Schlag war, die liefern sogar eine völkerrechtliche Rechtfertigung, Responsibility to Protect. Sie senden ein Signal nach Nordkorea. Also sie machen genau die Dinge, die ein konventioneller, konservativer Präsident führen würde. Wird das seine Wählern erklären, wenn wir das ankommen, wie bei seinen Wählern, das ist die große Frage. Weil genau im Thema Syrien hat ja Donald Trump schon, bevor er überhaupt seine Kandidatur bekannt gegeben hat, wie immer über Twitter doch ganz klare, eindeutige Stellungnahmen abgegeben. Vielleicht schauen wir uns die kurz an. Noch bevor Donald Trump seine Kandidatur für das Präsidentenamt bekannt gab, machte er seine Meinung zum Syrienkrieg mehrfach kund. Natürlich per Twitter. In insgesamt 18 Tweets warnte er vor einer Einmischung der USA in den Syrien-Konflikt und er wies immer wieder auf die Unzulässigkeit von Luftschlägen gegen Syrien hin. Was würden wir von einer Bombardierung Syriens bekommen? Obama braucht dazu die Zustimmung des Kongresses. Und nochmals an unseren kleinkarierten Staatschef. Greifen Sie Syrien nicht an. Wenn Sie das tun, werden viele schlimme Dinge passieren. Die USA würden durch eine solche Schlacht nichts gewinnen. Was sagt man dazu, Herr Mandert? Nun, ich habe den Eindruck, dass Donald Trump nicht mehr der Präsident sein kann, der er sein wollte. Dazu ist viel zu viel schiefgegangen. Dazu steht er viel zu viel unter Druck innenpolitisch. Und jetzt ist er der Präsident, den man von ihm erwartet, und zwar vom Establishment. Das, was Barack Obama so negativ gemeint hat, also von der Blob sprach, also von der Bürokratie, von den außenpolitischen Thinktanks, die dieser ganzen interventionistischen, liberal-interventionistischen oder neokonservativ-interventionistischen Außenpolitik verbunden waren. Davon wollte Trump sich distanzieren. America First war die Antwort darauf. Aber jetzt ist er genau dort, wo man ihn haben wollte. Und das bei Syrien ist völlig abenteuerlich, denn vor etwa 5 Tage, bevor dieser Luftschlag dann stattgefunden hat, hat sowohl der Außenminister Rex Tillerson als auch die amerikanische UNO-Botschafterin Nikki Haley gesagt, die Beseitigung von Assad ist keine Priorität mehr für die Vereinigten Staaten. Er ist eine Realität, die wir zur Kenntnis nehmen. Und dann 5 Tage später ist plötzlich die Beseitigung Assads, und Tillerson hat das in Moskau gestern auch gesagt, wieder die Priorität. Und warum das? Vorher, als Assad Hunderttausende getötet hat, mit Fassbomben, mit Bombardements auf zivile Ziele, auf Hospitäler, auf Schulen, Kriegsverbrechen, auch Kriegsverbrechen, die Russland begangen hat, das war alles akzeptabel und man kam zum Schluss, er darf bleiben. Jetzt gibt es einen relativ kleinen Giftgasangriff mit 84 Toten und jetzt sollte diese Strategie plötzlich wieder über den Haufen geworfen werden. Aber es gibt darauf keine plausible Antwort. Es gibt, warum das jetzt so ist? Für mich ist die Antwort erstens seine Impulsivität, wie wir im Beitrag auch gehört haben. Aber für mich ist das auch eine Antwort auf dieses Establishment, dieses außenpolitische Establishment, das sagte, wir müssen in Syrien Zeichen setzen, weil nur durch das Machtvakuum, das Obama in Syrien hinterlassen hat, ist es den Russen überhaupt gelungen, durch ihre direkte Militärintervention im September 2015 dort etwas wie eine Ordnungsmacht und eine militärische Gestaltungsmacht zu werden. Damit ist aber schon gesagt, dass er ein Puppet on the String ist. Eine ziemlich schwer lenkbare Puppe, ja, aber ich glaube, dass er von bestimmten Personen
mittlerweile gekidnappt wurde. Sie haben eher den Kopf geschüttelt, Herr Kahner. Sie glauben das nicht so ganz. Ich glaube, es sind mehrere Gründe, mehr irrationale und durchaus auch rationale Gründe, die dazu geführt haben, dass Trump zum jetzigen Zeitpunkt sich entschlossen hat, in Syrien diesen Schlag zu setzen. Einerseits ist er innenpolitisch ja schwerst unter Druck geraten in den letzten Wochen und den ersten Monaten seiner Präsidentschaft und hat sich damit natürlich auch innenpolitisch ein bisschen Handlungsfreiheit verschafft, Zeit gekauft, die Aufmerksamkeit der Weltöffentlichkeit, auch der amerikanischen Öffentlichkeit, ist jetzt im Moment auf Syrien, auf Nordkorea gelenkt. Also durchaus auch ein innenpolitischer Grund. Das Zweite ist, er hat natürlich auch ein klares Signal gesetzt, wir haben Interessen, auch im Mittleren Osten. Und das ist aus meiner Sicht einfach darauf zurückzuführen, dass ihn die politische Realität eingeholt hat, die außenpolitische Realität. Die Vereinigten Staaten von Amerika eben genau deswegen, weil sie die einzige globale Militärmacht sind, kann sich einfach nicht aus ihrer Verantwortung drücken. Würden Sie sagen, Herr Heinisch, dass die Entscheidung zu diesem Bombardement eher von Militärs kam oder so quasi bei ihm herbeigeführt wurde oder eher von der politischen Seite? Ich glaube, wir wissen ja, Donald Trump reagiert auf Fox News. Also ich glaube, Donald Trump war emotional... Also es war nicht Militär der Politik, es war Fox News. Er war emotional tief betroffen von diesen Darstellungen, hat dann die Militärs gefragt, welche Optionen er hätte. Ihm wurden eine Serie von Optionen gegeben und hat dann darauf die Entscheidung getroffen. Wissen auch, das Problem, das Obama hat, dass Obama damals diese Entscheidung nicht traf oder zurücktrat von dieser Entscheidung, ihm Schwäche vorgeworfen wurde und er instinktiv spürt, dass er hier auch Stärke demonstrieren kann. Also das persönliche Charakteristikum ist der Versuch, Stärke zu demonstrieren und auch vielleicht, dass man gleichzeitig hier auch mehrere Ziele, dass man also hier auch Korea hier eine Botschaft senden kann und dass das beim ersten Mal gelingen kann. Aber ich glaube, nach wie vor gibt es keine weiterführende Strategie. Und das ist genau wieder das Problem bei der Administration, dass es hier keine Follow-ups gibt. Und das ist dann aber gefährlich, nicht? Weil, gefährlich. Was passiert am nächsten Tag, ist ja eigentlich immer die interessante Frage, die man stellen muss. Nicht? Es ist ja auch überhaupt nicht klar, ob wirklich ein grundsätzlicher Richtungswechsel vollzogen wurde. Das, was wir hören im Augenblick, ist sehr unterschiedlich. Bei der Frage, Assad muss weg, ist ja nicht die Frage, das ist ja nicht entscheidend, ob Assad überhaupt weg muss. Das sagen ja inzwischen europäische Politiker immer mehr. Ich glaube, das ist schon lange Common Sense. Die Frage ist nur, wann muss er weg und unter welchen Umständen muss er weg? Im Übrigen ist interessant, dass exakt diese militärische Operation, der Luftangriff auf den Flugplatz, den syrischen Flugplatz, das war exakt die Planung von Obama nach dem Giftgasangriff in Ghouta am 21. August 2013. Der Angriff sollte bis zum 2. September erfolgen und wie Sie ja richtig schon gesagt haben, gab es Zweifel, ob tatsächlich das Assad-Regime diesen Angriff durchgeführt hat oder nicht. Also es wird kolportiert, ich weiß nicht, ob es so ist, dass der General Dempsey, der Chef des Generalstabes, gesagt haben soll, it's not justified and potentially disastrous. Und diese beiden Begriffe, es ist nicht gerechtfertigt und es ist potenziell desaströs, genau diese beiden Fragen stellen sich wieder bei dem Luftangriff, der jetzt durchgeführt wurde. Ist es gerechtfertigt gewesen? Und ist es gefährlich? Und was passiert danach? Vor allem, glaube ich, ist das sehr interessant, dass er damals, zu diesem Zeitpunkt, nach diesem ersten größeren Giftgasangriff, Russland sehr rasch diplomatisch mit einem eigentlich sehr klugen Vorschlag auf den Plan getreten ist, nämlich die syrischen Chemiewaffen abzurüsten. Ja. Und das hat natürlich auch Obama dazu veranlasst, diese rote Linie überschreiten zu lassen und nicht zu reagieren. Russland hat damals Obama eigentlich geholfen aus dieser Situation. Denn Obama, der eigentlich einen größer angelegten Luftangriff geplant hatte und sich dann, weil er sich nicht durchringen konnte, auf den Kongress herausreden wollte, wurde bei einem Treffen in St. Petersburg am 4. September 2013 von Putin dieser Vorschlag unterbreitet, dass man doch dieses Problem des Giftgasangriffes am besten dadurch löst, indem man al-Assad alle Giftgasarsenale wegnimmt. Faktum ist aber natürlich schon, dass die Vereinigten Staaten von Amerika sich danach mehr und mehr aus dem Syrien-Konflikt herausgehalten und zurückgenommen haben. Jetzt sind sie wieder zurück, faktisch, durch diesen Schlag. Und die Frage ist natürlich ganz entscheidend, was jetzt? Was kommt jetzt? Was dann?
Ja, genau, das war eben damals auch die Militärs, und ich nehme an, es war General Dempsey, der gesagt hat, was wollen wir? Wir wollen einmal bombardieren, 48 Stunden bombardieren und dann Boots on the Ground oder nicht? Wollte ja keiner. Und ich glaube, einen Aspekt... Boots on the Ground heißt Boden durch. Ja, genau, hineindringen. Und das werden sie diesmal auch nicht machen. Ja. Aber hat es dann einen Sinn, sowas zu machen, wenn man zum zweiten Schritt nicht bereit ist? Es hat meines Erachtens keinen Sinn. Aber die Dynamik, die es lostritt, auch unter den vielen Sponsoren der Stellvertreterkriege, weil die USA und Russland sind ja die allerletzten Drahtzieher. Aber wir haben dort Saudis, wir haben Kataris, wir haben Milizen aus allen Herren Ländern. Der 2015 verstorbene saudische König Abdallah hat, ich glaube, es war im Herbst 2013, gesagt, die Welt erinnert ihn an ein Flugzeug, in der Putin der Pilot ist und Obama nur ein Passagier. Und das hat damals auch eine ziemliche Wende herbeigeführt, also in diesen, in der Vasallengefolgschaft. Aber dann hätte er vielleicht Trump mit seiner ursprünglichen Einschätzung, die er hatte, bevor er gewählt wurde, dass dort eh nichts zu gewinnen ist und die Amerikaner am besten rausgehen, gar nicht so unrecht, oder? Absolut nicht, ja. Und es war, man darf auch eines nicht vergessen, abgesehen davon, dass sich jetzt bestärkt fühlen die Saudis, teilweise auch türkische Verbände. Da könnten wir jetzt diese Dynamik nützen und unsere Vertreter, die eben dort vor Ort kämpfen, in irgendeiner Weise wieder zu motivieren. Das ist die eine Gefahr. Die andere ist aber auch, und das ist ein Momentum, das ich jetzt in die Debatte reinbringen möchte, China. China hat in den letzten 5 Jahren die syrische Verwaltung finanziell am Leben erhalten. Es waren chinesische Gelder, die mit denen man den Sold der syrischen Armee bezahlt hat, mit der man die Gehälter der Lehrer bezahlt hat. Also man darf eines nicht vergessen, Syrien ist das westliche Ende der chinesischen Seidenstraße. Und China ist im Moment noch weiter relativ diskret im Hintergrund, aber China ist auch vertreten militärisch im östlichen Mittelmeer durch Marineinfanterie. China ist finanziell stark engagiert und China möchte nicht einfach nur dabei stehen und sehen, wie Syrien absolut wegbricht und zum Katastrophen. Wenn ich es auf die Ebene bringe, die Sie zuerst beschrieben haben als Ihre, und man aus diesen Details, wenn man so will, der syrischen Situation rausgeht, dann sieht man ja 2 Sachen. Erstens, da sind viele Marionetten am Werk und die Drahtzieher sind woanders. Und es macht einen Luftschlag aufgrund einer eigentlich nicht bewiesenen Sache und die Welt applaudiert ihm. Es ist schauerlich. Es ist schauerlich. Es wirft jemand eine Bombe, unerwartet und plötzlich kriegt diese Person so ein Gewicht, die es in keiner Weise verdient. Es ist unbeschreiblich. Man wird durch Bombenwurf bedeutet. Richtig. Und noch dazu. Das ist ein ganz schwacher Mann im Grunde. Aber Herr Schneider, denken Sie mal daran, wie Putin positiv zunächst mal reagiert hat auf Trump, während der gesamte Westen negativ reagiert hat. Er ist ja monatelang sozusagen mit Kübeln von Unrat überschüttet worden. Und plötzlich, nach dem Luftangriff auf den syrischen Flughafen, ist er plötzlich der Held des Westens. Ist er wer? Ja. Also, da fragt man sich doch nun wirklich. Jetzt ist er auch unser Präsident. Was ist das eigentlich für eine Politik? Was haben wir eigentlich für eine Einstellung? So ist es. Ihm ist am Anfang vorgehalten worden, er müsse gefälligst die westlichen Werte beachten, sonst würde man mit ihm nicht zusammenarbeiten. Und nun tritt er diese westlichen Werte, territoriale Integrität eines Landes, ein souveräner Staat wird angegriffen, es gibt bisher keine Beweise. Und plötzlich ist er der Liebling aller westlichen Staats- und Regierungschefs und vor allen Dingen auch der Medien. Wie kommt ist das nicht erstaunlich? Na, schrecklich ist es. Ja. Deprimierend ist es. Also ich würde es jetzt etwas anders qualifizieren. Der eine Punkt ist natürlich, man könnte es genauso umdrehen. Hätte zum Beispiel Trump nicht wenige Tage zuvor gesagt, man könne mit Assad leben, vielleicht hätte sich Assad dann auch nicht vorgewagt oder wäre Assad vorsichtiger agiert. Es gibt einfach 2 Thesen zu dem Ganzen. Die eine sagen, die Intervention der Amerikaner macht die Welt unsicherer. Und die andere These ist, wenn sich die Amerikaner zurückziehen und ein Vakuum entsteht, versuchen es die anderen. Ich unterrichte in China, viele meiner chinesischen Kollegen und Außenpolitiker sagen immer, die Amerikaner müssten stärker sein. Je stärker sie auftreten in Korea, desto mehr können wir auch intern glaubwürdig auch von einem Konflikt zurückgehen. Eine schwache USA laden andere zur Intervention ein. Das sind halt unterschiedliche Einschätzungen. Das sind wieder strategische Kalküle. Was Schneider sagt, aber das ist so ungewöhnlich für Obama. Ja, genau. Wie kommt es, dass die Europäer dann alle jetzt in Jubel ausbrechen aufgrund einer Entscheidung, die auf eigentlich sehr zwei
zweifelhaften Grundlagen. Weil viele glauben, weil viele im Trump als jemanden wahrnehmen, der konventioneller ist und daher berechenbar ist. Ich sage nicht, dass er so ist, aber ich glaube, dass Trump braucht Verbündete und daher wird auch NATO aufgehört. Bis jetzt waren ja viele Europäer... Also die Europäer reden sich ihn jetzt als berechenbar schön quasi. Reden sie ihn schön und sehen in ihn einen eher konventionelleren Politiker, mit dem sie handeln können, mit dem sie umgehen können. Ich glaube, aber es war das unbekannt. Sagen Sie. Natürlich, Trump ist Trump. Und bei Trump weiß man nur, dass man nichts eigentlich genau weiß. Aber es bleibt doch das Faktum, dass dieser Assad ein Massenmörder, ein Kriegsverbrecher übelster Sorte, ja. Und die Welt debattiert, ob man ihn behalten soll oder nicht. Ja, ja. Auf diese Figur Assad darf es doch nur eine Antwort geben. Ja, aber das ist nicht so einfach. Herr Schneider, das ist in der öffentlichen Darstellung, kommt das so über. In Wahrheit geht es um die Frage, wann und unter welchen Umständen ist Assad nicht mehr an der Regierung. Im Übrigen hat das Putin schon im September 2015 gesagt. Er hat einen ganz klaren Fahrplan ausgearbeitet und hat gesagt, also als erstes brauchen wir einen Waffenstillstand, wir brauchen eine Übergangsregierung, wir brauchen eine verfassunggebende Versammlung, dann brauchen wir freie Wahlen. Was unterstellt, dass Assad bei den freien Wahlen nicht mehr dabei ist. Was immer zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sozusagen im Widerspruch war, war die Frage, darf er noch in einer Übergangsregierung dabei sein, ja oder nein? Und was wir jetzt hören im Augenblick von der amerikanischen Administration, ist überhaupt nicht klar. Es ist ganz vereinfacht, wird gesagt, Assad muss weg, das ist völlig klar. Ich würde mir wünschen, dass die amerikanische Administration etwas präziser sagen würde, wann und unter welchen Umständen. Ja. Im Übrigen auch die G7, die auch nur gesagt haben, Assad muss weg. Das aber wissen wir alle. Sich natürlich alle das vor der Frage, wer kommt dann, nicht? Ja, und es ist, ich meine, die Familie Assad, die jetzt seit 1969 gewissermaßen durchgehend an der Macht ist, man hat sie in Washington auch immer wieder zu schätzen gewusst. Also zum Beispiel 1990, als der libanesische Bürgerkrieg auf seinem Höhepunkt angelangt war, gab man Assad freie Hand im Libanon, gesagt, you take care of it, also kümmere dich bitte darum. Ja? Mhm. Und die Assads, ob jetzt der Vater Hafez oder der Sohn Bashar, sie haben sich nie geändert. Ja? Wenn man heute spricht über die Folterkeller und die politischen Häftlinge, wir hatten in den 70er Jahren Hunderttausende politische Häftlinge. Wir hatten Menschen, die aus dem Libanon, die von wo auch immer verschwunden waren, ja? Syrer aus dem Ausland. Das heißt, er war eben einmal war der Gute, dann wiederum der Schlechte. Man hat sich von ihm distanziert, man hat ihn umarmt. Kissinger, der auch unter den vielen Beratern oder der sich zu Trump relativ positiv geäußert hat, also während des Wahlkampfes und gesagt hat, er würde auch vielleicht auf der Beraterliste stehen. Lernfähig, hat er gesagt. Er ist lernfähig. Zum Beispiel Henry Kissinger hatte als Autodidakt des Nahostkonfliktes in den frühen 70er Jahren ein sehr inniges Verhältnis zu Vater Assad gepflegt. Ja. Henry Kissinger ging sogar so weit, also die beiden alten, damals jüngeren Herren monologisierten stundenlang über Weltgeschichte. Und, aber Entschuldigung, heißt die moralische Frage, die Sie gern geklärt hätten, ja, lässt sich nicht klären, weil wir sind in Interessenslagen. Ja? Ich meine, es gibt dieser alte Satz der Realpolitik, Gladstone, Metternich, Bismarck, sie alle haben sie gepflegt, Staaten folgen nicht Prinzipien, Staaten folgen Interessen. Aber das meine ich ja. Also Sie müssen sich einfach das abschminken, dass es da in diesen ganzen Zusammenhängen irgendwie um Moral geht. Es geht um Interessen. Am Ende kann es ja doch um Moral gehen, nicht? Da, also die Frage ist ja, was passiert am Ende? Nicht, dass wenn alle sich darüber im Klaren sind, dass Assad irgendwann für das zur Rechenschaft gezogen werden wird, für das er sich um was er sich schuldig gemacht hat, na ja gut, dann wird er sicherlich in freien Wahlen oder wie auch immer in diesem Friedensprozess keine Rolle mehr spielen. Die entscheidende Frage ist doch jetzt, wenn Assad jetzt gehen würde, würde die syrische Armee kollabieren und dann gäbe es keine Bodentruppen, keine schlagkräftigen Bodentruppen, die in der Lage wären, den IS zu bekämpfen. Und das ist aber unser Interesse. Das ist auch Trumps primäres Interesse nach wie vor, der IS. Und das spielt eine Rolle. Deshalb bin ich auch fest davon überzeugt,
dass beide, die Vereinigten Staaten und Russland, einen Weg finden werden, der zu diesem politischen Ziel führt. Da sind wir uns einig. Sie wollten, wir möchten von Syrien noch eine weite Reise unternehmen, aber Sie wollten dazu noch. Ich wollte nur sagen, das war genau auch eines der beiden strategischen Ziele für Russland, in Syrien zu intervenieren. Denn die große Sorge war, wenn Assad militärisch eine Niederlage erleidet, und damals stand er kurz davor, dann wird dieser Staat kollabieren. Und es wird der Bürgerkrieg nicht zu Ende sein, sondern der Bürgerkrieg wird sich auf einer anderen Ebene fortsetzen. Also eher libysche Verhältnisse nach Gaddafi. Ja. Und deswegen kann man auch die Frage von Herrn Schneider nach der Moral ziemlich gut beantworten. Natürlich könnte man sich hinstellen und sagen, gesinnungsethisch muss Al-Assad weg. Ja, er ist ein Schlechter, er ist ein Mörder, ein Kriegsverbrecher. Aber man muss sich verantwortungsethisch fragen, wenn man ihn jetzt beseitigt, bedeutet das nicht die Fortsetzung des Leides der Zivilbevölkerung für viele weitere Jahre auf einer anderen Ebene, dass sich jetzt Gruppen, die gemeinsam gegen Al-Assad kämpfen, untereinander bekämpfen, oder dass jetzt die syrischen Christen, die Drusen, die Alawiten, die durch Assad geschützt werden, dass die dann zum Opfer ethnischer oder religiöser Säuberungen werden, wenn Al-Assad weg ist. Ja. Das heißt, die Moral lässt sich nicht so einfach beantworten. Wir haben noch eine weitere moralische Frage zu beantworten. Sie wurde jetzt erst erwähnt, man sagt also, Kissinger hat über Trump gesagt, der ist lernfähig. Es gibt noch jemanden, der immer stärker in den Mittelpunkt auch der amerikanischen Interessen rückt. Von dem sagt man, er ist eher nicht lernfähig. Die Vereinigten Staaten fürchten, dass das kommunistische Nordkorea bald in der Lage sein könnte, Amerika mit atomaren Langstreckenraketen zu bedrohen. 5 Atomtests wurden schon durchgeführt. Nun hat US-Präsident Trump einen Präventivschlag gegen Nordkorea nicht mehr ausgeschlossen und demonstriert Stärke. Mehrere Kriegsschiffe wurden vor die Küste Nordkoreas geschickt. Die Antwort aus Pyongyang? Diktator Kim Jong-un spricht von Invasion, droht mit härtesten Gegenmaßnahmen im Falle eines US-Angriffs und warnt vor katastrophalen Konsequenzen. Man sei für jede Art von Krieg bereit. Herr Kahner, würden Sie sagen, dass die Situation mit Nordkorea derzeit das Gefährlichste ist, was es auf der Welt so gibt? Ja, da würde ich durchaus zustimmen, weil es sich bei dem nordkoreanischen Regime halt auch um ein völlig unberechenbares Regime handelt, das zusätzlich natürlich unter einem gewaltigen ökonomischen Druck steht. Den Kim ist wahrscheinlich Trump ein Schachspieler. Eigene Bevölkerung zu versorgen mit Nahrung ist in Nordkorea eine Herausforderung und mehr als das. Steht also von innen unter Druck und steht natürlich auch von außen unter Druck. Ich würde die beiden Machthaber jetzt nicht vergleichen, den amerikanischen Präsidenten, den nordkoreanischen Diktator. Aber was die Berechenbarkeit des jeweiligen Regimes anbelangt, gibt es aus meiner Sicht, und das mag es dramatisch klingen, aber durchaus gewisse Parallelen, zumindest im Moment. Wenn wir nämlich noch auf Trump nochmal zurückkommen. Also Sie wollen nicht vergleichen, Das Problem bei Trump ist einfach, dass er natürlich offensichtlich eine Persönlichkeit ist, die so sehr erratisch gestaltet ist. Üblicherweise würde man sagen, in der Administration, General Kujat hatte bereits darauf hingewiesen, gibt es moderierende Kräfte in der zweiten und dritten Ebene. Wir wissen aber auch natürlich, dass die im Außenministerium der USA noch gar nicht besetzt sind. Ein großer Teil dieser Kräfte, den gibt es im Amt gar nicht. Wer sollte dann daher moderieren? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, auch General Kujat bereits genannt, den Verteidigungsminister, den nationalen Sicherheitsberater, die hier Professionalität an den Tag legen. Aber wenn ich mir so einen engsten Beraterkreis anschaue, von Trump nämlich, dann sehe ich hier niemanden, der sozusagen moderiert, stabilisiert und rationalen Kriterien operiert oder berät. Und das ist natürlich bei Nordkorea sehr ähnlich. Genau. Und, deswegen ist die ganz konkrete Frage, was passiert ist. Übermorgen ist der 105. Geburtstag des Staatsgründers und geliebten Führers Kim Il-sung. Für diesen Tag ist der nächste Atomtest geplant. Was ist eine angemessene Reaktion? Glauben Sie, erstens, ist es denkbar, dass es dann so einen Schlag gibt von den Amerikanern? Und ist es sinnvoll? China hat jedenfalls deutlich gemacht, dass sollte es zu einem weiteren atomaren Test kommen, China die Öllieferungen an Nordkorea großteils einstellen wird. Das würde Nordkorea, auch das militärische Programm, ungemein treffen. Aber ich denke, bei Nordkorea sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns vor Täuschungen sichern müssen. Nordkorea ist nicht länger ein Proliferationsfall, also eine Frage, ist Nordkorea Atommacht oder nicht Atommacht.
Nordkorea ist Atommacht und wird Atommacht bleiben, wird diese Atomwaffen nicht mehr hergeben, weil das nordkoreanische Regime einsetzbare Atomwaffen auf einsetzbaren Raketen braucht, um sein eigenes Regime abzusichern. Der Irak und Libyen sind ein Beispiel dafür, was passiert mit einem Regime, das über solche Mittel nicht verfügt. Dort sind die Vereinigten Staaten interveniert. Das Beste, was man heute erzielen könnte, ist, mit Nordkorea darüber zu verhandeln, wie man dieses Programm begrenzt und kontrolliert. Und am Ende solcher Verhandlungen müsste ein Friedensvertrag stehen. Ein militärischer Schlag gegen Nordkorea. Wäre nicht sinnvoll. Erstens wissen wir nicht alle Ziele in Nordkorea, wo es atomare Waffen gibt, wo es Anreicherung gibt, wo die Plutoniumbestände sind. Zum Teil sind sie unterirdisch und auch mit solchen bunkerbrechenden Waffen nicht erreichbar. Also wir könnten das Programm nicht ausschalten. Wir wissen aber nicht, wie weit das nordkoreanische Regime bei einem begrenzten Angriff bereit wäre zu eskalieren. Nur konventionell über die Nutzung der Artillerie gegen Seoul oder tatsächlich mit einem nuklearen Erstschlag. Sie wollten. Na, ich wollte nur sagen, dass dieser Kim... Ich formuliere es so, wenn wir heute die alten Filme sehen, wo der Hitler redet, denken wir, warum hat niemand bemerkt, dass der wahnsinnig ist? Bei dem Kim merkt man es heute. Das ist ein Irrer. Das würde ich nicht sagen. Ja, meiner Meinung nach ist der Irrer. Er pflegt dieses Bild des unberechenbaren, irrationalen Führers. Ja? Er nutzt diese Berechenbarkeit in der Außenpolitik aus, aber ist in dieser Frage äußerst rational. Er hat alle Kräfte schon, sein Vater hat vieles getan, aber er hat dieses ganze nukleare Programm intensiviert und auch das Raketenprogramm, weil für ihn völlig klar ist, allein dadurch kann er das Regime am Leben erhalten. Glauben Sie, dass das wirklich ein rationales Spiel von Irrationalität ist? Na, ich glaube, bei Nordkorea geht es primär mal um den Erhalt der Macht der eigenen Dynastie. Und dem dienen im Prinzip also alle Maßnahmen. In gewisser Weise steht daher schon eine gewisse Ratio hinter diesen Handlungen, insbesondere was sozusagen die Errichtung dieses Nuklearschirms anbelangt. Aber ich glaube, wir sind uns einig über eine Tatsache. Und das scheint ja auch zu funktionieren, weil ja dann alle sagen, da kann man eh nichts machen. Ja, ganz genau. Eines ist klar, Militärschläge ohne dahinterstehende, langfristig angelegte Strategie sind sinnlos. Und ich vermisse derzeit jedenfalls, insbesondere bei den USA, diese konzise, auf langfristige politische Ziele angelegte Strategie. Halten Sie es für realistisch, dass Trump einen Schlag anordnet, wenn die am Samstag den nächsten Test machen? Ich würde es nicht ausschließen, nach dem, was ich von Trump bis jetzt gehört und auch erkannt habe, am Beispiel von Syrien. Ich glaube allerdings nicht, dass es einen seriösen Berater gibt, der ihm dazu wirklich raten würde. Die Frage ist, müssen wir, glaube ich, auch eines festhalten, dass es derzeit nicht genügend militärische Kräfte der USA im Raum gibt, die also wirklich Schläge führen könnten, die Nordkoreaner der nuklearen Kapazitäten beraubten. Denkbar ist alles. Ich gehe davon aus, dass es eine Drohgekulisse ist, die China helfen soll, in Korea stärker zu intervenieren und dass das auch Teil des Gespräches zwischen dem Besuch des chinesischen Präsidenten in den USA war. Wie eben bereits erwähnt wurde, er hat teilweise seine Berater noch nicht ernannt. Der Außenminister ist denkbar schwach. Wir sehen gleichzeitig eine Art Schattenaußenminister in Form des Schwiegersohnes, der verschiedene Portfolios jetzt übernommen hat. Das heißt, es ist eine sehr unsichere Situation. In der sowas dann schon passieren kann. Da kann das nicht passieren. Die Akteure sind sicher immer rational. Nur die aus einer Rationalität heraus handeln, heißt nicht, dass der andere dann auch rational reagierend, aber dann deeskalierend reagiert. Das heißt. Aber es ist interessant, wollte ich Sie noch mal fragen, Herr Mangold, weil jetzt sagt Herr Heinisch, das soll dazu dienen, es China zu erleichtern, sondern auf einer anderen Ebene was zu tun. Zugleich ist aber China neben Russland jetzt sagen auch der zweite Konfrontationsprojektionsfläche, die Trump hat, die angekündigten Handelskriege, die sagen, heraufbeschworenen Auseinandersetzungen im südchinesischen Meer. Also es hat ja immer auch die so Zwei-Staaten-Theorie. Die Zwei-Staaten-Theorie. Also einerseits heißt
da will man China irgendwie unterstützen, damit mit dieser Drohgebärde, aber eigentlich ist ja auch China der Gegner, nicht? Ja, das dachte man bisher. Man dachte immer, mit Russland werden die Beziehungen besser, mit China werden sie schlechter. Und es scheint im Augenblick so, als wäre es genau umgekehrt, als würden die Beziehungen zu China besser. Und Trump hat ganz klar gesagt, wenn China uns mit Nordkorea hilft, werden wir über Handelsfragen uns schon eins werden. Das Problem ist nur, dass China in einem strategischen Dilemma steckt. Freilich möchte China auch, dass Nordkorea nicht nuklear bewaffnet ist. Warum? Ein nukleares Nordkorea würde bedeuten, dass der Druck, etwa in Südkorea sich auch nuklear bewaffnet, zunimmt oder dass zumindest die militärische Präsenz der Vereinigten Staaten in Ostasien steigen wird, auch mit Raketenabwehrsystemen, so wie jetzt eines in Südkorea gebaut wird. Also China möchte die Denuklearisierung Nordkoreas. Auf der anderen Seite ist China aber nicht bereit, die von den Vereinten Nationen verhängten Sanktionen derart massiv umzusetzen, dass das nordkoreanische Regime kollabiert. Warum? Erstens würde das wesentliche Fluchtbewegungen nach China auslösen. Zweitens würde ein wiedervereinigtes Korea nicht nur für Südkorea große wirtschaftliche und finanzielle Probleme bereiten, aber das könnte dazu führen, dass die amerikanischen Truppen, die heute in Südkorea stationiert sind, bald an der Grenze des heutigen Nordkorea zu China stationiert sind. Und das ist etwas, was man in China unter allen Umständen vermeiden möchte. Also jetzt ganz praktisch, früher hätte man wahrscheinlich in so einer Situation davon geredet, ob es nicht eine Option wäre, im Irak wurde das auch diskutiert, einfach gezielt die Führungsfigur auszuschalten. Ist sowas bei den Militärstrategen inzwischen unbeliebt? Es ist sehr schwierig, weil ich denke, Nordkorea ist ein dicker Brocken. Es ist sehr schwierig, da eine Lösung zu finden. Der entscheidende Punkt ist das, was Sie sagen, Trump braucht die Unterstützung Chinas. Das ist der ganz entscheidende Punkt. Im Augenblick sieht es ja noch so aus, die Nordkoreaner haben Nuklearwaffen, das ist gar keine Frage. Sie haben Mittelstreckenraketen, aber sie haben noch keine Langstreckenraketen. Sie sind also noch nicht in der Lage, den amerikanischen Kontinent zu bedrohen. Also es muss irgendetwas geschehen bis zu diesem Zeitpunkt. Denn dann ist das nicht mehr umkehrbar. Und ich denke auch, es geht vor allen Dingen auch den Nordkoreanern darum, von den Amerikanern anerkannt zu werden. Auf Augenhöhe mit ihnen zu reden. Deshalb finde ich das, was Sie gesagt haben, völlig richtig. Man muss versuchen, mit den Nordkoreanern in ein Gespräch zu kommen. Also dieses ständige Ausgrenzen hilft überhaupt nicht weiter. Aber ich meine, es ist ja ein bisschen schon dann auch wie in anderen Weltgegenden, auch in manchen Regimen im Nahen Osten, die Strategie, einfach mit denen weiterhin zu reden, war in vielen Fällen auch nicht wahnsinnig erfolgreich, mittelfristig, muss man sagen, nicht? Naja, man hat beispielsweise mit dem Iran irgendwann wieder mal das Gespräch gefunden gehabt. Ja? Also das ist ein Themenkomplex, den Trump noch nicht angegangen ist. Aber aus diesem eben Leute, die wir nicht mögen, mit denen reden wir nicht. Ja? Das war lange die Haltung auch in Washington. Das ist so das absolute Gegenteil zu dem, was Diplomatie ist. Ja? Ja. Internationale Abwesenheit Beziehung. Von Diplomatie. Ich muss unter allen Bedingungen immer irgendwie Gesprächskanäle aufrechterhalten. Und wenn es ist über die guten Arbeiten, guten Dienste von Neutralen wie Schweiz und Schweden, die dann das für mich erledigen als Postkasten. Aber zu sagen, mit den Österreich vielleicht auch. Wir sind ja auch neutral. Das kann man nicht. Ja, und wir haben auch nordkoreanische Freundschaftsgesellschaften mit hochrangigen Politikern auch. Aber ich glaube, da sollte man sich nicht in die erste Reihe vorschwindeln. Da gibt es sicherlich andere, die dafür noch berufener sind, aber einfach miteinander reden. Also man muss im Gespräch bleiben. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie also, das dauernde Bomben und solche Schlechter dann irgendwie zu lassen, es geht nicht. Wäre doch besser, als auf diesem Flughafen eine Bombe auf den Assad oder räumen wir den Enkel Kim weg. Ist das dann so die Emotion, die man eigentlich hat und sagt, es kann doch nicht sein, dass die Leute, sagen, ihre ganze Völker in Knechtschaft und Hunger, wie es in Nordkorea ist, dann doch lieber weg mit dem. Ja, also ich meine, wenn die Hilflosigkeit gegenüber Irrsinnigen, gegenüber Massenmördern tatsächlich in der Realpolitik so groß ist, wie das Gespräch manchmal suggeriert, dann würde ich vorschlagen, das Wort Sapiens hinter Homo zu streichen. Aber ist auch keine Lösung für Nordkorea, nicht? Wenn ja, aber ich meine es ist wirklich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ein Bündel von Intelligenz die Hilflosigkeit artikuliert.
Und insofern muss ich Ihnen den Satz zurückgeben, dass ich mir die Ethik abschminken kann. Zitat. Moral war es, glaube ich. Moral war es. Ich meine, das wäre für mich eine das Beendigung des Sinnes meiner Existenz. Also einfach liegen die Dinge natürlich nicht. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass mit der Beseitigung eines Staatsoberhauptes, auch eines Kalibers von Assad oder von Kim, das Problem nicht erledigt ist, weil es natürlich einen Clan, eine Dynastie, Machtstrukturen gibt, die durchaus in der Lage sind, eine derartige Figur auch in relativ kurzer Zeit wieder zu ersetzen. Daher wiederum die Frage nach einer Strategie, die hinter einem derartigen Schlag steckte. Und die kann ich also nicht erkennen. Nebenbei erwähnt, verbietet das amerikanische Gesetz die Tötung ausländischer Staatsoberhäupter. Und ich glaube, dass es eine realistische Option war. Angeblich hat man es gelegentlich aber schon versucht. Das sagt man so, ja. Dann wäre es ein Gesetzesverstoß. Auch das wäre nicht der erste gewesen. Das war auch der Grund, warum man eben Saddam Hussein zum Beispiel eben zuerst aus dem Amt sozusagen gejagt hat und von sogenannten irakischen Gerichten dann aburteilen hat lassen. Also wie gesagt, die Strategie fehlt mir. Auch hinter einem derartigen Schlag, das wäre sozusagen ein Vergeltungsschlag oder ein Racheakt, der politisch in Wirklichkeit relativ bedeutungslos wäre. Jetzt komme ich auf die Ursprungsfrage unserer Runde zurück. Befehlshaber Trump, Weltpolizist ohne Plan. Das klingt jetzt so, als ob Sie diese Frage überwiegend mit Ja beantworten würden. Er ist ein Weltpolizist, hat sich da rein manövriert, hat aber keinen Plan. Birgt das dann auch, und es gab jetzt eine sehr interessante große Geschichte in der Huffington Post darüber, wie denn jetzt der Dritte Weltkrieg entstehen könnte durch solche Sachen, die sich irgendwie hochschaukeln, also diese Kollateralgeschichten. Gibt es jemanden in der Runde, der glaubt, dass das tatsächlich das Risiko besteht? Nein, ich sehe nicht das Risiko eines Weltkrieges, aber das Risiko, dass es zu... Ich meine, den ersten wollte ja auch niemand, nicht? Naja, da sind die Politiker wie Schlafwandler in den Krieg sozusagen gesungen. Nein, der entscheidende Punkt ist, Sie haben das ja vorhin angesprochen, ich finde es schon richtig und viele Staaten verlangen das auch, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Macht einsetzen, auch wenn es notwendig ist. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt, militärische Macht darf das Völkerrecht nicht ersetzen, sondern das alles muss im Rahmen des Völkerrechts geschehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und bei den Vereinigten Staaten und insbesondere bei diesem Präsidenten Trump halte ich es für wichtig, dass wir insbesondere in den Gremien, in den Organisationen, wie zum Beispiel der Nordatlantischen Allianz oder auch in der Europäischen Union, gemeinsame Plattformen suchen. Ich denke, insbesondere die Europäische Union hat hier auch eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, auch im Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Aber interessanter bei Trump wäre ja eigentlich dann die NATO, weil die hat ja eigentlich auch irgendwie gesagt, ist sinnlos geworden, hat keine Funktion mehr, ist plötzlich auch ganz wichtig geworden. Naja, ganz so war es nicht. Das ist so ein bisschen in den Medien, auch aufgrund einer falschen Übersetzung, nicht richtig transportiert worden. Aber es ist richtig, er war skeptisch gegenüber der NATO. Die NATO ist ein Bündnis souveräner Staaten und jeder Staat hat dort das gleiche Gewicht. Die Vereinigten Staaten haben dann genauso viel Einfluss, es gilt das Konsensprinzip, wie Luxemburg oder wie Deutschland. Und das ist eigentlich das Forum, in dem man gemeinsame Politik, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik abstimmen sollte, insbesondere auch gegenüber Russland oder auch gegenüber China. Dem ist nichts entgegenzuhalten. Faktum ist nur, dass die politische Tendenz global derzeit in die gegenteilige Richtung, Richtung der Renationalisierung geht, die aus meiner Sicht sehr wohl höhere Risiken von Konfrontationen absolut, sich absolut. Bergen. Das muss jetzt nicht unbedingt der sogenannte Dritte Weltkrieg sein, aber Faktum ist, wenn also unerfahrene, unprofessionelle Administrationen und Regierungen mit unberechenbaren Persönlichkeiten als Regierungschefs oder als Präsidenten global agieren und entsprechende Machtinstrumente hinter sich haben, kann es im Zuge von Missverständnissen, kann es im Zuge von bestimmten Entwicklungen konfrontativer Natur, siehe auch Syrien, siehe Nordkorea, einfach zu größeren Eskalationen kommen. Ich denke das heißt nicht unbedingt, dass die Wahrscheinlichkeit dagegen aber das Risiko ist ja wohl recht. Ja, das Risiko ist da und es ist heute höher als noch meinetwegen in den 90er Jahren. Einen Satz dazu. Ich habe auch den Eindruck, dass bei Trump eine Erfahrung eine Rolle spielt. Macht,
Macht ist sexy. Und ich glaube, dass das auch, das hat er jetzt gesehen mit dem Militärschlag gegenüber Syrien. Und das gilt grundsätzlich. Das Risiko ist in der Tat, dass es regional oder lokal zu einer Fehlinterpretation kommt, einer Fehlreaktion, einem Nichtgreifen der politischen Krisenmanagementorgane. Beispielsweise sollte ein russisches Flugzeug von einem amerikanischen Flugzeug abgeschossen werden oder umgekehrt in Syrien oder sonst so. Dann haben wir natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Fürchten Sie sich vor dem Dritten Weltkrieg eigentlich? Natürlich, aber ich glaube nicht, dass er kommt. Glauben Sie, dass er kommt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Menschen, der so dumm ist, zu glauben, dass man den Dritten Weltkrieg gewinnen kann. Der hat nur Verlierer. Das heißt also, die Perversen im Verein mit den Dummen, die man benutzen kann, da zähle ich jetzt den Trump dazu, werden sich Strategien ausdenken, wo sie ständig nie ein großes Feuer haben, sondern immer kleine, damit das, was der Krieg für die Ökonomie leistet, dem Waffenhandel und dergleichen, im Köcheln gehalten werden kann. Also wir werden... Die Frage ist nur, ob man es beherrschen kann. Ja, das ist die große Frage. Wir sind bei der Glocke von Schiller. Wir schließen mit einem Zitat von Schiller. Viel mehr, glaube ich, kann man bei der Frage, ob der amerikanische Präsident einen Plan hat und der Dritte Weltkrieg vor der Tür steht, nicht leisten, bildungspolitisch. Frau Kneißl, meine Herren, vielen Dank für diese Runde. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7. Gewaltigen ökonomischen Druck steht. In Kim ist wahrscheinlich Trump ein Schachspiel. Eigene Bevölkerung zu versorgen mit Nahrung ist in Nordkorea eine Herausforderung und mehr als das. Steht also von innen unter Druck und steht natürlich auch von außen unter Druck. Ich würde die beiden Machthaber jetzt nicht vergleichen, den amerikanischen Präsidenten und den nordkoreanischen Diktator. Aber was die Berechenbarkeit des jeweiligen Regimes anbelangt, gibt es aus meiner Sicht, und das mag es dramatisch klingen, aber durchaus gewisse Parallelen, zumindest im Moment. Wenn wir nämlich noch auf Trump nochmal zurückkommen. Also Sie wollen nicht vergleichen, Problem so irgendwie ist, das Problem bei Trump ist einfach, dass er natürlich offensichtlich eine Persönlichkeit ist, die so sehr erratisch gestaltet ist. Üblicherweise würde man sagen, in der Administration, General Kujat hatte bereits darauf hingewiesen, gibt es moderierende Kräfte in der zweiten und dritten Ebene. Wir wissen aber auch natürlich, dass die im Außenministerium der USA noch gar nicht besetzt sind. Ein großer Teil dieser Kräfte, den gibt es im Amt gar nicht. Wer sollte dann daher moderieren? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, auch General Kujat hat bereits genannt, den Verteidigungsminister, den nationalen Sicherheitsberater, die hier Professionalität an den Tag legen. Aber wenn ich mir so einen engsten Beraterkreis anschaue, von Trump nämlich, dann sehe ich hier niemanden, der sozusagen moderiert, stabilisiert und rationalen Kriterien operiert oder berät. Und das ist natürlich bei Nordkorea sehr ähnlich. Genau. Und, deswegen ist die ganz konkrete Frage, was passiert ist. Übermorgen ist der 105. Geburtstag des Staatsgründers und geliebten Führers Kim Il-sung. Für diesen Tag ist der nächste Atomtest geplant. Was ist eine angemessene Reaktion? Glauben Sie, erstens, ist es denkbar, dass es dann so einen Schlag gibt von den Amerikanern? Und ist es sinnvoll? China hat jedenfalls deutlich gemacht, dass sollte es zu einem weiteren atomaren Test kommen, China die Öllieferungen an Nordkorea großteils einstellen wird. Das würde Nordkorea, auch das militärische Programm, ungemein treffen. Aber ich denke, bei Nordkorea sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns vor Täuschungen sichern müssen. Nordkorea ist nicht länger ein Proliferationsfall, also eine Frage, ist Nordkorea Atommacht oder nicht Atommacht? Nordkorea ist Atommacht und wird Atommacht bleiben, wird diese Atomwaffen nicht mehr hergeben, weil das nordkoreanische Regime einsetzbare Atomwaffen auf einsetzbaren Raketen braucht, um sein eigenes Regime abzusichern. Der Irak und Libyen sind ein Beispiel dafür, was passiert mit einem Regime, das über solche Mittel nicht verfügt. Dort sind die Vereinigten Staaten interveniert. Das Beste, was man heute erzielen könnte, ist, mit Nordkorea darüber zu verhandeln, wie man dieses Programm begrenzt
und kontrolliert. Und am Ende solcher Verhandlungen müsste ein Friedensvertrag stehen. Aber ein militärischer Schlag gegen Nordkorea. Wäre nicht sinnvoll. Mit Kübeln von Unrat überschüttet worden. Und plötzlich, nach dem Luftangriff auf den syrischen Flughafen, ist er plötzlich der Held des Westens. Ist er wer? Ja. Also, da fragt man sich doch nun wirklich. Jetzt ist er auch unser Präsident. Was ist das eigentlich für eine Politik? Was haben wir eigentlich für eine Einstellung? So ist es. Ihm ist am Anfang vorgehalten worden, er müsse gefälligst die Werte, die westlichen Werte beachten, sonst würde man mit ihm nicht zusammenarbeiten. Und nun tritt er diese westlichen Werte, territoriale Integrität eines Landes, ein souveräner Staat wird angegriffen. Es gibt bisher keine Beweise. Und plötzlich ist er der Liebling aller westlichen Staats- und Regierungschefs und vor allen Dingen auch der Medien. Wie kommt ist das nicht erstaunlich? Schrecklich ist es. Ja. Deprimierend ist es. Also ich würde es jetzt etwas anders qualifizieren. Der eine Punkt ist natürlich, man könnte es genauso umdrehen. Hätte zum Beispiel Trump nicht wenige Tage zuvor gesagt, man könne mit Assad leben, vielleicht hätte sich Assad dann auch nicht vorgewagt oder wäre Assad vorsichtiger agiert. Es gibt dann zwei Thesen zu dem Ganzen. Die eine sagen, die Intervention der Amerikaner macht die Welt unsicherer. Und die andere These ist, wenn sich die Amerikaner zurückziehen und ein Vakuum entsteht, versuchen es die anderen. Ich unterrichte in China, viele meiner chinesischen Kollegen und Außenpolitiker sagen immer, die Amerikaner müssten stärker sein. Je stärker sie auftreten in Korea, desto mehr können wir auch intern glaubwürdig auch von einem Konflikt zurückgehen. Eine schwache USA laden andere zur Intervention ein. Das sind halt unterschiedliche Einschätzungen. Das sind wieder strategische Kalküle. Was Schneider sagt, aber das ist so ungewöhnlich für Obama. Ja, genau. Wie kommt es, dass die Europäer dann alle jetzt in Jubel ausbrechen aufgrund einer Entscheidung, die auf eigentlich sehr zweifelhaften Grundlagen. Weil viele im Trump als jemanden wahrnehmen, der konventioneller ist und daher berechenbar ist. Ich sage nicht, dass er so ist, aber ich glaube, dass Trump braucht Verbündete und daher wird auch NATO aufgehört. Bis jetzt waren ja viele Europäer. Also die Europäer reden sich ihn jetzt als berechenbar schön quasi. Reden sie ihn schön und sehen in ihn einen eher konventionelleren Politiker, mit dem sie handeln können, mit dem sie umgehen können. Ich glaube, aber ist war das unbekannt. Sagen Sie. Natürlich, Trump ist Trump. Und bei Trump weiß man nur, dass man nichts eigentlich genau weiß. Aber es bleibt doch das Faktum, dass dieser Assad ein Massenmörder, ein Kriegsverbrecher übelster Sorte. Ja. Und die Welt debattiert, ob man ihn behalten soll oder nicht. Ja, ja. Auf diese Figur Assad darf es doch nur eine Antwort geben. Ja, aber das ist nicht so einfach. Herr Schneider, das ist in der öffentlichen Darstellung, kommt das so über. In Wahrheit geht es um die Frage, wann und unter welchen Umständen. Ihnen im Prinzip, also alle Maßnahmen, in gewisser Weise steht daher schon eine gewisse Ratio hinter diesen Handlungen, insbesondere was sozusagen die Errichtung dieses Nuklearschirms anbelangt. Aber ich glaube, wir sind uns einig über eine Tatsache. Und das scheint ja auch zu funktionieren, weil ja dann alle sagen, da kann man eh nichts machen. Ja, ganz genau. Eines ist klar, Militärschläge ohne dahinterstehende, langfristig angelegte Strategie sind sinnlos. Und ich vermisse derzeit jedenfalls, insbesondere bei den USA, diese konzise, auf langfristige politische Ziele angelegte Strategie. Halten Sie es für realistisch, dass Trump einen Schlag anordnet, wenn die am Samstag den nächsten Test machen? Ich würde es nicht ausschließen, nach dem, was ich von Trump bis jetzt gehört und auch erkannt habe, am Beispiel von Syrien. Ich glaube allerdings nicht, dass es einen seriösen Berater gibt, der ihm dazu wirklich raten würde. Die Frage ist, ob es raten vor allem, Sie, vor allem müssen wir, glaube ich, auch eines festhalten, dass es derzeit nicht genügend militärische Kräfte der USA im Raum gibt, die also wirklich Schläge führen könnten, die Nordkoreaner der nuklearen Kapazitäten beraubten. Denkbar ist alles. Ich gehe davon aus, dass es eine Drohkulisse ist, die China helfen soll, in Korea stärker zu intervenieren und dass das auch Teil des Gesprächs zwischen dem Besuch des chinesischen Präsidenten in den USA war. Wie bereits erwähnt wurde, er hat teilweise seine Berater noch nicht ernannt. Der Außenminister ist denkbar schwach. Wir sehen gleichzeitig eine Art Schattenaußenminister in Form des Schwiegersohnes, der verschiedene Portfolios jetzt übernommen hat. Das heißt, es ist eine sehr unsichere Situation.
In der sowas dann schon passieren kann. Da kann das nicht passieren. Die Akteure sind sicher immer rational. Nur, die aus einer rationalen Idee heraus handeln, heißt nicht, dass der andere dann auch rational reagierend, aber dann deeskalierend reagiert. Das heißt. Aber es ist interessant, wollte ich Sie noch mal fragen, Herr Mangold, weil jetzt sagt Herr Heinisch, das soll dazu dienen, es China zu erleichtern, also auf einer anderen Ebene was zu tun. Zugleich ist aber China neben Russland jetzt auch der zweite Konfrontationsprojektionsfläche, die Trump hat. Die angekündigten Handelskriege, die heraufbeschworenen Auseinandersetzungen im südchinesischen Meer. Also es hatte ja immer auch die so... Die Zwei-Staaten-Theorie. Die Zwei-Staaten-Theorie. Also einerseits heißt, da will man China irgendwie unterstützen, damit mit dieser Drohgebärde, aber eigentlich ist ja auch China der Gegner, nicht? Ja, das dachte man bisher. Man dachte immer, mit Russland werden die Beziehungen besser, mit China werden sie schlechter. Und es scheint im Augenblick so, als wäre es genau umgekehrt, als würden die Beziehungen zu China besser. Und Trump hat ganz klar gesagt, wenn China uns mit Nordkorea hilft, werden wir über Handelsfragen uns schon eins werden. Das Problem ist nur, dass China in einem strategischen Dilemma steckt. Freilich möchte China auch, dass Nordkorea nicht nuklear bewaffnet ist. Warum? Ein nukleares Nordkorea würde bedeuten, dass der Druck hätte, wenn Sie... Noch eine weite Reise unternehmen Sie, aber Sie wollten dazu noch... Ich wollte nur sagen, das war genau auch eines der beiden strategischen Ziele für Russland, in Syrien zu intervenieren. Denn die große Sorge war, wenn Assad militärisch eine Niederlage erleidet, und damals stand er kurz davor, dann wird dieser Staat kollabieren. Und es wird der Bürgerkrieg nicht zu Ende sein, sondern der Bürgerkrieg wird sich auf einer anderen Ebene fortsetzen. Also eher libysche Verhältnisse nach Gaddafi. Ja. Und deswegen kann man auch die Frage von Herrn Schneider nach der Moral ziemlich gut beantworten. Natürlich könnte man sich hinstellen und sagen, gesinnungsethisch muss Al-Assad weg. Ja, er ist ein Schlechter, er ist ein Mörder, ein Kriegsverbrecher. Aber man muss sich verantwortungsethisch fragen, wenn man ihn jetzt beseitigt, bedeutet das nicht die Fortsetzung des Leides der Zivilbevölkerung für viele weitere Jahre auf einer anderen Ebene, dass sich jetzt Gruppen, die gemeinsam gegen Al-Assad kämpfen, untereinander bekämpfen, oder dass jetzt die syrischen Christen, die Drusen, die Alawiten, die durch Assad geschützt werden, dass die dann zum Opfer ethnischer oder religiöser Säuberungen werden, wenn Al-Assad weg ist. Ja. Das heißt, die Moral lässt sich nicht so einfach beantworten. Wir haben noch eine weitere moralische Frage zu beantworten. Sie wurde jetzt erst erwähnt, man sagt also, Kissinger hat über Trump gesagt, er ist lernfähig. Es gibt noch jemanden, der immer stärker in den Mittelpunkt auch der amerikanischen Interessen rückt. Von dem sagt man, er ist eher nicht lernfähig. Die Vereinigten Staaten fürchten, dass das kommunistische Nordkorea bald in der Lage sein könnte, Amerika mit atomaren Langstreckenraketen zu bedrohen. 5 Atomtests wurden schon durchgeführt. Nun hat US-Präsident Trump einen Präventivschlag gegen Nordkorea nicht mehr ausgeschlossen und demonstriert Stärke. Mehrere Kriegsschiffe wurden vor die Küste Nordkoreas geschickt. Die Antwort aus Pyongyang? Diktator Kim Jong-un spricht von Invasion, droht mit härtesten Gegenmaßnahmen im Falle eines US-Angriffs und warnt vor katastrophalen Konsequenzen. Man sei für jede Art von Krieg bereit. Herr Kahner, würden Sie sagen, dass die Situation mit Nordkorea derzeit das Gefährlichste ist, was es auf der Welt so gibt? Ja, da würde ich durchaus zustimmen, weil es sich bei dem nordkoreanischen Regime halt auch um ein völlig unberechenbares Regime handelt, das zusätzlich natürlich unter einem gewaltigen ökonomischen Druck steht. Den Kim ist wahrscheinlich Trump ein Schachspiel. Eigene Bevölkerung zu versorgen mit Nahrung ist in Nordkorea eine Herausforderung und mehr als das. Steht also von innen unter Druck und steht natürlich auch von außen unter Druck. Ich würde die beiden Machthaber jetzt nicht vergleichen, den amerikanischen Präsidenten und den nordkoreanischen Diktator. Aber was die Berechenbarkeit des jeweiligen Regimes anbelangt, gibt es aus meiner Sicht, und das mag es dramatisch klingen, aber durchaus gewisse Parallelen, zumindest im Moment. Wenn wir nämlich noch auf Trump nochmal zurückkommen. Zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Aber interessanter bei Trump wäre ja eigentlich dann die NATO, weil die hatte ja eigentlich auch irgendwie gesagt, sinnlos geworden, hat keine Funktion mehr, ist plötzlich auch ganz wichtig geworden. Naja, ganz so war es nicht. Das ist so ein bisschen in den Medien, auch aufgrund einer falschen Übersetzung, nicht richtig transportiert worden. Aber es ist richtig, er war skeptisch gegenüber der NATO. Die NATO ist ein Bündnis souveräner Staaten und jeder Staat hat dort das gleiche Gewicht. Die Vereinigten Staaten haben dann genauso viel Einfluss
Es gilt das Konsensprinzip wie Luxemburg oder wie Deutschland. Und das ist eigentlich das Forum, in dem man gemeinsame Politik, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik abstimmen sollte. Insbesondere auch gegenüber Russland oder auch gegenüber China. Dem ist nichts entgegenzuhalten. Faktum ist nur, dass die politische Tendenz global derzeit in die gegenteilige Richtung, Richtung der Renationalisierung geht, die aus meiner Sicht sehr wohl höhere Risiken von Konfrontationen absolut. Das muss jetzt nicht unbedingt der sogenannte Dritte Weltkrieg sein. Aber Faktum ist, wenn also unerfahrene, unprofessionelle Administrationen und Regierungen mit unberechenbaren Persönlichkeiten als Regierungschefs oder als Präsidenten global agieren und entsprechende Machtinstrumente hinter sich haben, kann es im Zuge von Missverständnissen, kann es im Zuge von bestimmten Entwicklungen konfrontativer Natur, siehe auch Syrien, siehe Nordkorea, einfach zu größeren Eskalationen kommen. Ich denke, das heißt, auch, das heißt nicht unbedingt, dass die Wahrscheinlichkeit dagegen, aber das Risiko ist sehr wohl da. Recht. Das Risiko ist da und es ist heute höher als noch meinetwegen in den 90er Jahren. Ein Satz dazu. Ich habe auch den Eindruck, dass bei Trump eine Erfahrung eine Rolle spielt. Macht. Macht ist sexy. Und ich glaube, dass das auch, das hat er jetzt gesehen mit dem Militärschlag gegenüber Syrien. Und das gilt grundsätzlich. Das Risiko ist in der Tat, dass es regional oder lokal zu einer Fehlinterpretation kommt, einer Fehlreaktion, einem Nichtgreifen der politischen Krisenmanagementorgane. Beispielsweise sollte ein russisches Flugzeug von einem amerikanischen Flugzeug abgeschossen werden oder umgekehrt in Syrien oder sonst so. Dann haben wir natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Fürchten Sie sich vor dem Dritten Weltkrieg eigentlich? Natürlich, aber ich glaube nicht, dass er kommt. Glauben Sie, dass er kommt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Menschen, der so dumm ist, zu glauben, dass man den Dritten Weltkrieg gewinnen kann. Der hat nur Verlierer. Das heißt also, die Perversen, im Verein mit den Dummen, die man benutzen kann, da zähle ich jetzt den Trump dazu. Implizit den Vorwurf erhoben, dass Russland irgendwie an diesem Giftgasangriff beteiligt war, entweder weil sie entgegen ihrem Versprechen doch nicht alle chemischen Waffen entsorgt haben oder dass sie willentlich das irgendwie gebilligt haben, nicht? Und er ist gestern sogar weitergegangen. Er hat in einem Interview mit Fox News gesagt, er ist sich ziemlich sicher, dass Russland vor dem Einsatz dieses Giftgases über diesen Einsatz Bescheid wusste und ihn gebilligt hat. Was völlig absurd ist, wenn man sich die strategischen Interessen Russlands in Syrien ansieht. Für Russland war das ein sehr schädliches Ereignis, dieser Giftgasangriff. Mhm. Wie sich die Syrien-Politik auf das Verhältnis zwischen Russland und den Vereinigten Staaten auswirkt, hängt sehr davon ab, ob dieser Angriff jetzt ein One-Off-Strike war. Also man hat einmal Cruise-Missiles eingesetzt, um eine politische Botschaft zu senden, um auch innenpolitisch zu punkten, oder ob das der Beginn ist eines stärkeren militärischen Engagements der Vereinigten Staaten in Syrien. Jetzt würde ich gerne nochmal zurückfragen, weil wir beim Persönlichen waren. Und ja, der Verdacht ist, dass eigentlich Putin ähnlich gestrickt ist wie Trump und dass es tatsächlich sehr stark bei den Beziehungen zwischen den USA und Russland auf dieser persönlichen Ebene läuft. Ist Putin da anders als Trump oder ist er doch ähnlich? Putin ist jemand, der strategisch denkt, der einen Plan hat, der auch taktisch hervorragend handelt. Er hat ganz klar definierte nationale Interessen. Insofern ist er ganz anders als Donald Trump in diesem Konflikt und anders als für die Vereinigten Staaten, die in Syrien keine wesentlichen vitalen Interessen verfolgen, hat Russland dort vitale Interessen. Deswegen hat er auch so ruhig reagiert wahrscheinlich. Und er hat doch deutlich gemacht, dass das den bilateralen Beziehungen sehr geschadet hat. Und man muss dazu sagen, auf der Ebene von Wladimir Putin gab es diese Euphorie über Trump nie. Also die Erwartung, wir werden jetzt einen Neuanfang in den bilateralen Beziehungen haben, sondern es gab immer Nüchternheit über diese Sache. Und auf russischer Seite, das weiß ich aus meinen Kontakten und aus meiner Forschung, ist es einfach so, dass man erkennt, dass Donald Trump innenpolitisch jeden Spielraum verloren hat, um eine Geste gegenüber Russland zu setzen. Es gibt die Untersuchungen im Kongress, es gibt die Untersuchung des FBI über eine angebliche
Kooperation zwischen dem Trump-Wahlkampfteam und russischen Nachrichtendiensten. Und alles, was er im Hinblick auf Russland als Geste ausdrücken würde, würde schon sofort als Beweis dafür gesehen, dass er eigentlich Putins Marionette ist. Und deswegen ist der innenpolitische Spielraum für eine Russlandpolitik, die einen Neuanfang setzte, völlig vorbei. Wir werden also keine substanziell andere Russlandpolitik erleben als in den letzten drei Amtsjahren von Barack Obama. Und dennoch hat man insgesamt den Eindruck, dass auch solche Überlegungen nicht im Hintergrund dieser Entscheidung in Syrien einzugreifen, mit einem One-Off-Strike vielleicht, sondern ganz emotionale Angelegenheiten die Hauptrolle gespielt haben. Politik, gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik abstimmen sollte, insbesondere auch gegenüber Russland oder auch gegenüber China. Dem ist nichts entgegenzuhalten. Faktum ist nur, dass die politische Tendenz global derzeit in die gegenteilige Richtung, Richtung der Renationalisierung geht, die aus meiner Sicht sehr wohl höhere Risiken von Konfrontationen. Absolut, absolut. Das muss jetzt nicht unbedingt der sogenannte Dritte Weltkrieg sein, aber Faktum ist, wenn also unerfahrene, unprofessionelle Administrationen und Regierungen mit unberechenbaren Persönlichkeiten als Regierungschefs oder als Präsidenten global agieren und entsprechende Machtinstrumente hinter sich haben, kann es im Zuge von Missverständnissen, kann es im Zuge von bestimmten Entwicklungen konfrontativer Natur, siehe auch Syrien, siehe Nordkorea, einfach zu größeren Eskalationen kommen. Ich denke das heißt nicht unbedingt, dass die Wahrscheinlichkeit dagegen ist. Aber das Risiko ist sehr wohl recht. Das Risiko ist da und es ist heute höher als noch meinetwegen in den 90er Jahren. Vielleicht ein Satz dazu. Ich habe auch den Eindruck, dass bei Trump eine Erfahrung eine Rolle spielt. Macht. Macht ist sexy. Und ich glaube, dass das auch, das hat er jetzt gesehen mit dem Militärschlag gegenüber Syrien. Und das gilt grundsätzlich. Das Risiko ist in der Tat, dass es regional oder lokal zu einer Fehlinterpretation kommt, einer Fehlreaktion, einem Nichtgreifen der politischen Krisenmanagementorgane. Beispielsweise sollte ein russisches Flugzeug von einem amerikanischen Flugzeug abgeschossen werden oder umgekehrt in Syrien oder sonst so. Dann haben wir natürlich eine ganz, ganz schwierige Situation. Fürchten Sie sich vor dem Dritten Weltkrieg eigentlich? Natürlich, aber ich glaube nicht, dass er kommt. Glauben Sie, dass er kommt? Nein, ich glaube nicht. Ich glaube, es gibt wirklich keinen Menschen, der so dumm ist, zu glauben, dass man den Dritten Weltkrieg gewinnen kann. Der hat nur Verlierer. Das heißt also, die Perversen im Verein mit den Dummen, die man benutzen kann, da zähle ich jetzt den Trump dazu, werden sich Strategien ausdenken, wo sie ständig nie ein großes Feuer haben, sondern immer kleine, damit das, was der Krieg für die Ökonomie leistet, dem Waffenhandel und dergleichen, am Köcheln gehalten werden kann. Also, die Frage ist nur, ob man es beherrschen kann. Ja, das ist die große Frage. Wir sind bei der Glocke von Schiller. Wir schließen mit einem Zitat von Schiller. Viel mehr, glaube ich, kann man bei der Frage, ob der amerikanische Präsident einen Plan hat und der Dritte Weltkrieg vor der Tür steht, nicht leisten, bildungspolitisch. Frau Kneißl, meine Herren, vielen Dank für diese Runde. Ihnen einen schönen Abend und bis zum nächsten Donnerstag beim Talk im Hangar 7. Also ich würde es jetzt etwas anders qualifizieren. Der eine Punkt ist natürlich, man könnte es genauso umdrehen. Hätte zum Beispiel Trump nicht wenige Tage zuvor gesagt, man könne mit Assad leben, vielleicht hätte sich Assad dann auch nicht vorgewagt oder wäre Assad vorsichtiger agiert. Es gibt dann zwei Thesen zu dem Ganzen. Die eine sagen, die Intervention der Amerikaner macht die Welt unsicherer. Und die andere These ist, wenn sich die Amerikaner zurückziehen und ein Vakuum entsteht, versuchen es die anderen. Ich unterrichte in China, viele meiner chinesischen Kollegen und Außenpolitiker sagen immer, die Amerikaner müssten stärker sein. Je stärker sie auftreten in Korea, desto mehr können wir auch intern glaubwürdig auch von einem Konflikt zurückgehen. Eine schwache USA laden andere zur Intervention ein. Das sind halt unterschiedliche Einschätzungen. Das sind strategische Kalküle. Was Schneider sagt, aber das ist so ungewöhnlich für Obama. Ja, genau. Wie kommt es, dass die Europäer dann alle jetzt in Jubel ausbrechen aufgrund einer Entscheidung, die auf eigentlich sehr zweifelhaften
rechtlichen Grundlage. Weil viele glauben, weil viele im Trump als jemanden wahrnehmen, der konventioneller ist und daher berechenbar ist. Ich sage nicht, dass er so ist, aber ich glaube, dass Trump braucht Verbündete und daher wird auch NATO aufgehört. Bis jetzt waren ja viele Europäer... Also die Europäer reden sich ihn jetzt als berechenbar schön quasi. Reden sie ihn schön und sehen in ihn einen eher konventionelleren Politiker, mit dem sie handeln können, mit dem sie umgehen können. Ich glaube, aber war das unbekannt. Sagen Sie. Aber natürlich, Trump ist Trump. Und bei Trump weiß man nur, dass man nichts eigentlich genau weiß. Aber es bleibt doch das Faktum, dass dieser Assad ein Massenmörder, ein Kriegsverbrecher übelster Sorte, ja. Und die Welt debattiert, ob man ihn behalten soll oder nicht. Ja, ja. Auf diese Figur Assad, ja, darf es doch nur eine Antwort, ja, ja, geben. Ja, aber das ist nicht so einfach. Herr Schneider, das ist in der öffentlichen Darstellung, kommt das so über. In Wahrheit geht es um die Frage, wann und unter welchen Umständen ist Assad nicht mehr an der Regierung. Im Übrigen hat das Putin schon im September 2015 gesagt. Er hat einen ganz klaren Fahrplan ausgearbeitet und hat gesagt, also als erstes brauchen wir einen Waffenstillstand, wir brauchen eine Übergangsregierung, wir brauchen eine verfassungsgebende Versammlung, dann brauchen wir freie Wahlen. Was unterstellt, dass Assad bei den freien Wahlen nicht mehr dabei ist. Was immer zwischen den Vereinigten Staaten und Russland sozusagen im Widerspruch war, war die Frage, darf er noch in einer Übergangsregierung dabei sein, ja oder nein? Und was wir jetzt hören im Augenblick von der amerikanischen Administration, ist überhaupt nicht klar. Es ist ganz vereinfacht, wird gesagt, Assad muss weg, das ist völlig klar. Ich würde mir wünschen, dass sie... Aber in vielen Fällen auch nicht wahnsinnig erfolgreich, mittelfristig, muss man sagen, nicht? Naja, man hat beispielsweise mit dem Iran irgendwann wieder mal das Gespräch gefunden gehabt. Ja? Also das ist ein Themenkomplex, den Trump noch nicht angegangen ist. Aber aus diesem eben Leute, die wir nicht mögen, mit denen reden wir nicht. Ja? Das war lange die Haltung auch in Washington. Das ist so das absolute Gegenteil zu dem, was Diplomatie ist. Ja. Internationale Abwesenheit Beziehung. Von Diplomatie. Ich muss unter allen Bedingungen immer irgendwie Gesprächskanäle aufrechterhalten. Und wenn es ist über die guten Arbeiten, guten Dienste von Neutralen wie Schweiz und Schweden, die dann das für mich erledigen als Postkasten. Aber zu sagen, mit den Österreich vielleicht auch. Wir sind ja auch neutral. Das kann man nicht. Ja, und wir haben auch nordkoreanische Freundschaftsgesellschaften mit hochrangigen Politikern auch. So. Aber ich glaube, da sollte man sich nicht in die erste Reihe vorschwindeln. Da gibt es sicherlich andere, die dafür noch berufener sind, aber einfach miteinander reden. Also man muss im Gespräch bleiben. Jetzt, wenn ich Sie richtig verstehe, dann sagen Sie also, das dauernde Bomben und solche Schlechter dann irgendwie zu lassen, es geht nicht. Wäre doch besser, als auf diesem Flughafen eine Bombe auf den Assad oder räumen wir den Enkel Kim weg. Ist das dann so die Emotion, die man eigentlich hat und sagt, es kann doch nicht sein, dass die Leute sagen, ihre ganze Völker in Knechtschaft und Hunger, wie es in Nordkorea ist, dann doch lieber weg mit dem. Ja, also ich meine, wenn die Hilflosigkeit gegenüber Irrsinnigen, gegenüber Massenmördern tatsächlich in der Realpolitik so groß ist, wie das Gespräch manchmal suggeriert, dann würde ich vorschlagen, das Wort Sapiens hinter Homo zu streichen. Aber ist auch keine Lösung für Nordkorea, nicht? Wenn man ja, aber ich meine es ist wirklich, ich fühle mich nicht wohl, wenn ein Bündel von Intelligenz die Hilflosigkeit artikuliert. Und insofern muss ich Ihnen den Satz zurückgeben, dass ich mir die Ethik abschminken kann. Zitat. Moral war es, glaube ich. Moral war es, ich meine, das wäre für mich eine das Beendigung des Sinnes meiner Existenz. Also einfach liegen die Dinge natürlich nicht. Ich glaube, man muss sich vor Augen halten, dass mit der Beseitigung eines Staatsoberhauptes, auch eines Kalibers von Assad oder von Kim, das Problem nicht erledigt ist, weil es natürlich einen Clan, eine Dynastie, Machtstrukturen gibt, die durchaus in der Lage sind, eine derartige Figur auch in relativ kurzer Zeit wieder zu ersetzen. Daher wiederum die Frage nach einer Strategie, die hinter einem derartigen Schlag steckte. Und die kann ich also nicht erkennen. Nebenbei erwähnt, verbietet das amerikanische Gesetz die Tötung ausländischer
ausländische Staatsoberhäupter. Und ich glaube, da aber nur dass es eine realistische Option war. Angeblich hat man es gelegentlich aber schon versucht. Die Drahtzieher sind woanders und es macht einen Luftschlag aufgrund einer eigentlich nicht bewiesenen Sache und die Welt applaudiert ihn. Es ist schauerlich. Es ist schauerlich. Es wirft jemand eine Bombe, unerwartet, und plötzlich kriegt diese Person so ein Gewicht, die es in keiner Weise verdient. Es ist unbeschreiblich. Man wird durch Bombenwurf bedeuten. Und noch dazu. Das ist ein ganz schwacher Mann im Grunde. Aber Herr Schneider, denken Sie mal daran, wie Putin positiv zunächst mal reagiert hat auf Trump, während der gesamte Westen negativ reagiert hat. Er ist ja monatelang sozusagen mit Kübeln von Unrat überschüttet worden. Und plötzlich, nach dem Luftangriff auf den syrischen Flughafen, ist er plötzlich der Held des Westens. Ist er wer? Ja. Also, da fragt man sich doch nun wirklich. Jetzt ist er auch unser Präsident. Was ist das eigentlich für eine Politik? Was haben wir eigentlich für eine Einstellung? So ist es. Ihm ist am Anfang vorgehalten worden, er müsse gefälligst die westlichen Werte beachten, sonst würde man mit ihm nicht zusammenarbeiten. Und nun tritt er diese westlichen Werte, territoriale Integrität eines Landes, ein souveräner Staat wird angegriffen, es gibt bisher keine Beweise. Und plötzlich ist er der Liebling aller westlichen Staats- und Regierungschefs und vor allen Dingen auch der Medien. Wie kommt ist das nicht erstaunlich? Na, schrecklich ist es. Ja. Deprimierend ist es. Also ich würde es jetzt etwas anders qualifizieren. Der eine Punkt ist natürlich, man könnte es genauso umdrehen. Hätte zum Beispiel Trump nicht wenige Tage zuvor gesagt, man könne mit Assad leben, vielleicht hätte sich Assad dann auch nicht vorgewagt oder wäre Assad vorsichtiger agiert. Es gibt einfach zwei Thesen zu dem Ganzen. Die eine sagen, die Intervention der Amerikaner macht die Welt unsicherer. Und die andere These ist, wenn sich die Amerikaner zurückziehen und ein Vakuum entsteht, versuchen es die anderen. Ich unterrichte in China, viele meiner chinesischen Kollegen und Außenpolitiker sagen immer, die Amerikaner müssten stärker sein. Je stärker sie auftreten in Korea, desto mehr können wir auch intern glaubwürdig auch von einem Konflikt zurückgehen. Eine schwache USA laden andere zur Intervention ein. Das sind halt unterschiedliche Einschätzungen. Das sind wieder strategische Kalküle. Was Schneider sagt, aber das ist so ungewöhnlich für Obama. Ja, genau. Wie kommt es, dass die Europäer dann alle jetzt in Jubel ausbrechen aufgrund einer Entscheidung, die auf eigentlich sehr zweifelhaften Grundlagen. Weil viele im Trump als jemanden wahrnehmen, der konventioneller ist und daher berechenbar ist. Ich sage nicht, dass er so ist, aber ich glaube, dass Trump braucht Verbündete und daher wird auch NATO aufgehört. Bis jetzt waren ja viele Europäer... Also die Europäer reden sich ihn jetzt als berechenbar schön quasi. Reden sie ihn schön und sehen in ihn einen eher konventionelleren Politiker, mit dem sie handeln können, mit dem sie umgehen können. Und es wird der Bürgerkrieg nicht zu Ende sein, sondern der Bürgerkrieg wird sich auf einer anderen Ebene fortsetzen. Also eher libysche Verhältnisse nach Gaddafi. Ja. Ja, und deswegen kann man auch die Frage von Herrn Schneider nach der Moral ziemlich gut beantworten. Natürlich könnte man sich hinstellen und sagen, gesinnungsethisch muss Al-Assad weg. Ja, er ist ein Schlechter, er ist ein Mörder, ein Kriegsverbrecher. Aber man muss sich verantwortungsethisch fragen, wenn man ihn jetzt beseitigt, bedeutet das nicht die Fortsetzung des Leides der Zivilbevölkerung für viele weitere Jahre auf einer anderen Ebene, dass sich jetzt Gruppen, die gemeinsam gegen Al-Assad kämpfen, untereinander bekämpfen oder dass jetzt die syrischen Christen, die Drusen, die Alawiten, die durch Assad geschützt werden, dass die dann zum Opfer ethnischer oder religiöser Säuberungen werden, wenn Al-Assad weg ist. Ja. Das heißt, die Moral lässt sich nicht so einfach beantworten. Wir haben noch eine weitere moralische Frage zu beantworten. Sie wurde jetzt erst erwähnt, man sagt also, Kissinger hat über Trump gesagt, er ist lernfähig. Es gibt noch jemanden, der immer stärker in den Mittelpunkt auch der amerikanischen Interessen rückt. Von dem sagt man, er ist eher nicht lernfähig. Die Vereinigten Staaten fürchten, dass das kommunistische Nordkorea bald in der Lage sein könnte, Amerika mit atomaren Langstreckenraketen zu bedrohen. 5 Atomtests wurden schon durchgeführt. Nun hat US-Präsident Trump einen Präventivschlag gegen Nordkorea nicht mehr ausgeschlossen und demonstriert Stärke. Mehrere Kriegsschiffe wurden vor die Küste Nordkoreas geschickt. Die Antwort aus Pyongyang? Diktator Kim Jong-un spricht von Invasion, droht mit härtesten Gegenmaßnahmen im Falle eines US-Angriffs und warnt vor katastrophalen Konsequenzen. Man sei für jede Art von Krieg bereit.
Herr Karner, würden Sie sagen, dass die Situation mit Nordkorea derzeit das Gefährlichste ist, was es auf der Welt so gibt? Ja, da würde ich durchaus zustimmen, weil es sich bei dem nordkoreanischen Regime halt auch um ein völlig unberechenbares Regime handelt, das zusätzlich natürlich unter einem gewaltigen ökonomischen Druck steht. Gegen Kim ist wahrscheinlich Trump ein Schachspieler. Eigene Bevölkerung zu versorgen mit Nahrung ist in Nordkorea eine Herausforderung und mehr als das. Steht also von innen unter Druck und steht natürlich auch von außen unter Druck. Ich würde die beiden Machthaber jetzt nicht vergleichen, den amerikanischen Präsidenten und den nordkoreanischen Diktator. Aber was die Berechenbarkeit des jeweiligen Regimes anbelangt, gibt es aus meiner Sicht, und das mag es dramatisch klingen, aber durchaus gewisse Parallelen, zumindest im Moment. Wenn wir nämlich noch auf Trump nochmal zurückkommen. Also Sie wollen nicht vergleichen, Problem also irgendwie doch. Ist, das Problem bei Trump ist einfach, dass er natürlich offensichtlich eine Persönlichkeit ist, die so sehr erratisch gestaltet ist. Üblicherweise würde man sagen, in der Administration, General Kuyat hatte bereits darauf hingewiesen, die Sorgen mit Nahrung ist in Nordkorea eine Herausforderung und mehr als das. Steht also von innen unter Druck und steht natürlich auch von außen unter Druck. Ich würde die beiden Machthaber jetzt nicht vergleichen, den amerikanischen Präsidenten und den nordkoreanischen Diktator. Aber was die Berechenbarkeit des jeweiligen Regimes anbelangt, gibt es aus meiner Sicht, und das mag es dramatisch klingen, aber durchaus gewisse Parallelen, zumindest im Moment. Wenn wir nämlich noch auf Trump nochmal zurückkommen. Also Sie wollen nicht vergleichen, Problem uns aber irgendwie doch. Ist, das Problem bei Trump ist einfach, dass er natürlich offensichtlich eine Persönlichkeit ist, die so sehr erratisch gestaltet ist. Üblicherweise würde man sagen, in der Administration, General Kuyat hatte bereits darauf hingewiesen, gibt es moderierende Kräfte in der zweiten und dritten Ebene. Wir wissen aber auch natürlich, dass die im Außenministerium der USA noch gar nicht besetzt sind. Ein großer Teil dieser Kräfte, den gibt es im Amt gar nicht. Wer sollte dann daher moderieren? Es gibt vielleicht den einen oder anderen, auch General Kuyat bereits genannt, den Verteidigungsminister, den nationalen Sicherheitsberater, die hier Professionalität an den Tag legen. Aber wenn ich mir so einen engsten Beraterkreis anschaue, von Trump nämlich, dann sehe ich hier niemanden, der sozusagen moderiert, stabilisiert und rationalen Kriterien operiert oder berät. Und das ist natürlich bei Nordkorea sehr ähnlich. Genau. Und, deswegen ist die ganz konkrete Frage, was passiert ist. Übermorgen ist der 105. Geburtstag des Staatsgründers und geliebten Führers Kim Il-sung. Für diesen Tag ist der nächste Atomtest geplant. Was ist eine angemessene Reaktion? Glauben Sie, erstens, ist es denkbar, dass es dann so einen Schlag gibt von den Amerikanern? Und ist es sinnvoll? China hat jedenfalls deutlich gemacht, dass sollte es zu einem weiteren atomaren Test kommen, China die Öllieferungen an Nordkorea großteils einstellen wird. Das würde Nordkorea, auch das militärische Programm, ungemein treffen. Aber ich denke, bei Nordkorea sind wir an einem Punkt angelangt, wo wir uns vor Täuschungen sichern müssen. Nordkorea ist nicht länger ein Proliferationsfall, also eine Frage, ist Nordkorea Atommacht oder nicht Atommacht? Nordkorea ist Atommacht und wird Atommacht bleiben, wird diese Atomwaffen nicht mehr hergeben, weil das nordkoreanische Regime einsetzbare Atomwaffen auf einsetzbaren Raketen braucht, um sein eigenes Regime abzusichern. Der Irak und Libyen sind ein Beispiel dafür, was passiert mit einem Regime, das über solche Mittel nicht verfügt. Dort sind die Vereinigten Staaten interveniert. Das Beste, was man heute erzielen könnte, ist, mit Nordkorea darüber zu verhandeln, wie man dieses Programm begrenzt und kontrolliert. Und am Ende solcher Verhandlungen müsste ein Friedensvertrag stehen. Ein militärischer Schlag gegen Nordkorea wäre nicht sinnvoll. Erstens wissen wir nicht alle Ziele in Nordkorea, wo es atomare Waffen gibt. Mit Ja beantworten würden. Er ist ein Weltpolizist, hat sich da rein manövriert, hat aber keinen Plan. Birgt das dann auch, und es gab jetzt eine sehr interessante große Geschichte in der Huffington Post, darüber, wie denn jetzt der Dritte Weltkrieg entstehen könnte durch solche Sachen, die sich irgendwie hochschaukeln, also diese Kollateralgeschichten. Gibt es jemanden in der Runde, der glaubt, dass das tatsächlich das Risiko besteht? Nein, ich sehe nicht das Risiko eines Weltkrieges, aber das Risiko, dass es zu... Ich meine, den ersten wollte ja auch niemand, nicht? Naja, da sind die Politiker wie Schlafwandler in den Krieg sozusagen gesungen. Nein, der entscheidende Punkt ist, Sie haben das ja vorhin angesprochen, ich finde es schon richtig und viele Staaten verlangen das auch, dass die Vereinigten Staaten ihre militärische Macht einsetzen, auch wenn es notwendig ist. Allerdings, und das ist der entscheidende Punkt,
militärische Macht darf das Völkerrecht nicht ersetzen, sondern das alles muss im Rahmen des Völkerrechts geschehen. Das ist der entscheidende Punkt. Und bei den Vereinigten Staaten und insbesondere bei diesem Präsidenten Trump halte ich es für wichtig, dass wir insbesondere in den Gremien, in den Organisationen wie zum Beispiel der Nordatlantischen Allianz oder auch in der Europäischen Union gemeinsame Plattformen suchen. Ich denke, insbesondere die Europäische Union hat hier auch eine wichtige Aufgabe zu übernehmen, auch im Verhältnis zwischen den Vereinigten Staaten und Russland. Aber interessanter bei Trump wäre ja eigentlich dann die NATO, weil die hatte ja, auch irgendwie gesagt, ist sinnlos geworden, hat keine Funktion mehr, ist plötzlich auch ganz wichtig geworden. Naja, ganz so war es nicht. Das ist so ein bisschen in den Medien, auch aufgrund einer falschen Übersetzung, nicht richtig transportiert worden. Aber es ist richtig, er war skeptisch gegenüber der NATO. Die NATO ist ein Bündnis souveräner Staaten und jeder Staat hat dort das gleiche Gewicht. Die Vereinigten Staaten haben dann genauso viel Einfluss, es gilt das Konsensprinzip, wie Luxemburg oder wie Deutschland. Und das ist eigentlich das Forum, in dem man gemeinsame Außen- und Sicherheitspolitik abstimmen sollte, insbesondere auch gegenüber Russland oder auch gegenüber China. Dem ist nichts entgegenzuhalten. Faktum ist nur, dass die politische Tendenz global derzeit in die gegenteilige Richtung, Richtung der Renationalisierung geht, die aus meiner Sicht sehr wohl höhere Risiken von Konfrontationen. Absolut, absolut. Das muss jetzt nicht unbedingt der sogenannte Dritte Weltkrieg sein, aber Faktum ist, wenn also unerfahrene, unprofessionelle Administrationen und Regierungen mit unberechenbaren Persönlichkeiten als Regierungschefs oder als Präsidenten global agieren und entsprechende Machtinstrumente hinter sich haben, kann es im Zuge von Missverständnissen, kann es im Zuge von bestimmten Entwicklungen konfrontativer Natur, siehe auch Syrien, formulieren. Interessanterweise hat Trump ja auch gesagt, Sie haben ja diesen Einspieler gebracht mit seiner ersten Erklärung, er hat auch gesagt, dieser Luftangriff auf diese syrische Luftwaffenbasis diente auch nationalen Sicherheitsinteressen. Also er weiß schon, dass er das entsprechend begründen muss. Aber was wir nicht sehen, ist eben eine wirkliche sicherheitspolitische Konzeption. Und wir sehen auch, dass er in einer, wie soll man sagen, Trial-and-Error-Phase ist. Er sucht bestimmte Gelegenheiten. Also ein relativ gefährliches Übungsgelände, muss man sagen. Es ist ja schön, dass jemand das probiert. Naja, das könnte man so nennen. Das ist der entscheidende Punkt. Das ist auch das Risiko. Ich bin auch nicht der Meinung, dass Unberechenbarkeit in der Außenpolitik sozusagen ein Machtfaktor ist, ein Vorteil ist, sondern Berechenbarkeit ist in der Außen- und Sicherheitspolitik das A und O. Und daran mangelt es im Augenblick ganz erheblich. Rechnet das als Erklärung? Habe ich Ihren Ausführungen entnehmen können, dass Sie den Satz Sivi spatium parabellum für sinnvoll halten? Also ich übersetze für die Nicht-Lateiner, wenn du den Frieden willst, bereite den Krieg vor. Ja, naja, das ist natürlich eine sehr vereinfachte Formel. Nein, ich halte Streitkräfte vor, weil ich sie als Instrument meiner Außen- und Sicherheitspolitik brauche. Ich bin sehr davon überzeugt, dass man in der Außen- und Sicherheitspolitik eine Gesamtstrategie braucht, in der Streitkräfte auch eine Rolle spielen, in der es aber auch um Diplomatie, um Außen- und Sicherheitspolitik geht, um Entwicklungshilfe beispielsweise als Krisenvorsorge. Und je nachdem, welches Element dieser Gesamtstrategie zum Tragen kommt, das entscheidet. Ja, ich würde sagen, die Antwort auf Ihre Frage war, ja, er denkt, dass das eine richtige Strategie ist. Und ich eine ganz kleine Zwischenfrage noch. Finden Sie nicht, dass, wenn Sie sagen, es muss ein Heer da sein, es muss ein Militär da sein, es müssen Waffen da sein, dass dann eine atomare Aufrüstung ein Quantensprung ist? Naja, natürlich. Eine atomare Bewaffnung ist eine völlig neue Dimension. Und deshalb haben wir ja über Jahrzehnte versucht, die Verbreitung von Nuklearwaffen einzudämmen. Und es ist ja auch gelungen. Viele Jahre lang war diese Politik sehr erfolgreich. Ich denke an Brasilien beispielsweise, ich denke auch an Südafrika. Aber es muss auch darum gehen, dass die bestehenden Nuklearmächte ihre Potenziale reduzieren. Und zweitens, dass wir zu einem
zu einer Vereinbarung kommen, die es sozusagen, die zu einer Eindämmung des Risikos führt. Aber gehen wir noch mal von dem Syrien-Konflikt herausgehalten und zurückgenommen haben. Ich möchte jetzt zwei und jetzt sind sie wieder zurück, faktisch, durch diesen Schlag. Und die Frage ist natürlich ganz entscheidend, was jetzt? Dann? Was kommt jetzt? Was nicht? Dann? Ja, genau, das war eben damals auch die Militärs, und ich nehme an, es war General Dempsey, der gesagt hat, was wollen wir? Wir wollen einmal bombardieren, 48 Stunden bombardieren und dann Boots on the ground oder nicht? Wollte ja keiner. Und ich glaube, einen Aspekt... Boots on the ground heißt Boden. Ja, genau, hineindringen. Und das werden sie diesmal auch nicht machen. Ja. Aber hat es dann einen Sinn, sowas zu machen, wenn man zum zweiten Schritt nicht bereit ist? Es hat meines Erachtens keinen Sinn. Aber die Dynamik, die es lostritt, auch unter den vielen Sponsoren der Stellvertreterkriege, weil... Die USA und Russland sind ja die allerletzten Drahtzieher, aber wir haben dort Saudis, wir haben Kataris, wir haben Milizen aus allen Herren Länder. Der 2015 verstorbene saudische König Abdallah hat, ich glaube es war im Herbst 2013 gesagt, die Welt erinnert ihn an ein Flugzeug, in der Putin der Pilot ist und Obama nur ein Passagier. Und das hat damals auch eine ziemliche Wende herbeigeführt, also in diesen, in der Vasallengefolgschaft. Aber dann hätte er vielleicht Trump mit seiner ursprünglichen Einschätzung, die er hatte, bevor er gewählt wurde, dass dort eh nichts zu gewinnen ist und die Amerikaner am besten rausgehen, gar nicht so unrecht, oder? Absolut nicht, ja. Und es war, man darf auch eines nicht vergessen, abgesehen davon, dass sich jetzt bestärkt fühlen die Saudis, teilweise auch türkische Verbände. Da könnten wir jetzt diese Dynamik nutzen und unsere Vertreter, die eben dort vor Ort kämpfen, in irgendeiner Weise wieder zu motivieren. Das ist die eine Gefahr. Die andere ist aber auch, und das ist ein Momentum, das ich jetzt in die Debatte reinbringen möchte, China. China hat in den letzten 5 Jahren die syrische Verwaltung finanziell am Leben erhalten. Es waren chinesische Gelder, die mit denen man den Sold der syrischen Armee bezahlt hat, mit der man die Gehälter der Lehrer bezahlt hat. Also man darf eines nicht vergessen, Syrien ist das westliche Ende der chinesischen Seidenstraße. Und China ist im Moment noch weiter relativ diskret im Hintergrund, aber China ist auch vertreten militärisch im östlichen Mittelmeer durch Marineinfanterie. China ist finanziell stark engagiert und China möchte nicht einfach nur dabei stehen und sehen, wie Syrien absolut wegbricht und zum Katastrophenort. Wenn ich es auf die Ebene bringe, die Sie zuerst beschrieben haben als Ihre, und man aus diesen Details, wenn man so will, der syrischen Situation rausgeht, dann sieht man ja zwei Sachen. Erstens, da sind viele Marionetten am Werk und die Drahtzieher sind woanders. Und es macht einen Luftschlag aufgrund einer eigentlich nicht bewiesenen Sache und die Welt applaudiert ihm. Es ist schauerlich. Es ist schauerlich. Es wirft jemand eine Bombe, unerwartet und plötzlich kriegt diese Person so ein Gewicht, die es in keiner Weise verdient. Es ist unbeschreiblich. Man wird durch Bombenwurf bedeuten.